Lounge Watcher Hotter, Jet to Pursue Akbazada, Iran. Lounge Watcher Hotter, Jet to Pursue Akbazada, Iran. Lounge Watcher Hotter, Jet to Pursue Akbazada, Iran. Lounge Watcher Hotter, Jet to Pursue, Jet to Pursue, 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 Pursue Hotter. Live hot and nice with your host, Masu. Guaranteed to entertainment is all for you, so relax. And just enjoy yourself. Jet to Pursue Akbazada. And just enjoy yourself. Hi, oh mein Gott, wir haben schon Leute hier, die reinrufen. Schön, hallo und herzlich willkommen hier live im BKH-Theater in Berlin am U-Bahnhof Mehringdamm. Schön, das ist hier, wie viele Leute sind hier? 9? Das ist aus Corona ausverkauft, Christus. Sind die Maßgaben. Wo kommt ihr her? Ihr zwei. You speak German? Das fängt schon mal gut an, die antworten einfach auf Englisch. Yeah. Wo kommt ihr her? Okay, wir merken uns, wir reden nicht mit dem Publikum. Schön, schön, dass ihr da seid. Wir haben heute wieder großartige Gäste hier eingeladen in diese Show. Heute der Schauspieler Julius Feldmeier. Nee, das war die Reaktion. Und der Sänger Adel Tawil werden heute hier sein. Wir haben eindeutig einen Liebling. Es gibt mehr Applaus für Adel Tawil als für mich. Das ist schon mal schön. Außerdem mit hier live wieder mal DJ Saeed Green. Schön. Hallo. You good? Ja, alles gut. Das ist übrigens sein echter Name. Er heißt DJ Saeed Green. Saeed Green. We were supposed to wear Halloween costumes today. Warum trägt ihr keine Halloween-Kostüme? Weil es ab 23 Uhr kein Alkohol mehr gibt. Okay. Ich wollte eigentlich eins anziehen, aber ich konnte mir keins leisten. Ist gerade eine schwere Zeit für uns Künstler, ihr wisst Bescheid. Und darf ich das in die Kamera zeigen? Werden wir dafür bezahlt? Die heutige Folge wird übrigens gesponsert von Rico Falafel in der Pariser Straße. Der bezahlt hier für nichts, aber ab und zu laufe ich am Laden vorbei und er gibt mir Brot umsonst, weil der weiß, wie die Situation gerade für Künstler ist. Ganz recht, ich habe nichts vorbereitet. Wir haben keine Mühen und Kosten gescheut, hier YouTube einzuladen, damit sie für uns die Sache aufzeichnen können, damit ihr das zu Hause sehen könnt. Es gibt die Möglichkeit für euch, da zu Hause oder in der U-Bahn, je nachdem, wo ihr seid, irgendwo ist hier ein Spendelink. Wenn ihr es auf meiner Seite guckt oder auf der BKA-YouTube-Seite, ist irgendwo ein Link. Spendet Geld, wenn ihr wollt. Wenn nicht, ist auch okay. Aber ihr solltet wissen, Gott sieht alles. Ab Montag dürfen wir Künstler nicht mehr auftreten. Ganz recht. Das heißt, heute ist mein letzter Auftritt in diesem Jahr. Ist eine sehr tragische Geschichte. Ich meine, das ganze Jahr war für alle sehr verwirrend. Es fing sehr gut an. Ich hatte meinen ersten Auftritt in Aachen und auch Krefeld. Ich war vorher noch nie in diesen Dörfern und es fing eigentlich alles sehr gut an. Erfolgreich war ich durchgestartet und dann kam halt diese Virussache und es war genau wie 2019, also gar nichts. Ich hatte einen Auftritt in München, was ein bisschen hart war, weil München, das war eine Mixshow. Für die von euch, die keine Ahnung haben, ich muss das mal erklären, für die Deutschen kommen die Situation. Mixshows sind Shows, wo mehrere Künstler auftreten, Stand-up-Comedy machen und das Publikum hat eigentlich gar keine Ahnung, was passiert. Anders als jetzt bei einer Solo-Show,
wo die Leute wirklich deinetwegen da sind, die Gäste, und die freuen sich dann auch voll und sind so, yeah, Masud. Und ich war in München in Mixshow und das kam überhaupt nicht gut an. Ich wurde ausgebuht, es war halt München. Also es ist nichts gegen die Stadt, es sind auch nette Leute, okay, aber die sind ein bisschen Stock im Arsch. Aber sehr umfeldbewusst. Ich war da und ich habe eine Frau gesehen, die war vor mir, sie hatte so eine Tüte mit so einem Hundehaufen-Tüte dabei. Und ich denke, ja, das ist sehr aufmerksam. Ne? Ist nicht so, dass sie es in Berlin nicht auch machen. Aber die Frau hatte gar keinen Hund. Die ist einfach nur so mit einer Tüte Kacke rumgelaufen. Und ich denke, wow, krasse Prioritäten. Ansonsten ist nichts los bei mir. Es ist sehr, sehr eventlos. Ich kann nur erzählen, was ich so gemacht habe. Heute war ich baden. Eigentlich war ich duschen, aber irgendwann hatte ich keine Lust mehr zu stehen. Und habe mich hingesetzt. Weil ich noch ein gewisses Anmaß an Würde habe, habe ich die Haare weggemacht und dann den Stopfen raus. Ach, ihr wisst, wie Baden funktioniert. In der Badewanne kannst du es machen. Wenn du in der Dusche dich hinsetzt, ist einfach nur traurig. Fängst an zu weinen, ist einfach nur sad. Ja, was ist sonst so passiert? Corona ist zum Alltag geworden. Leute haben sich an die Maßnahmen gewöhnt. Ist einfach so. Fitnessstudios haben jetzt auch alle geschlossen. Der Staat will einfach, dass ich fett werde. Ich habe jetzt endlich eine Begründung. Ich sehe jetzt schon die ganzen dicken Leute, wie sie rumlaufen und sagen, ich bin fett, weil der Staat es so will. Es passiert einfach. Es ist zum Alter geworden. Ich habe letztens ein Porno gesehen und die Darsteller hatten Masken auf. Jetzt nicht so Cosplay-mäßig Masken, sondern wirklich so Mundschutz. Keine Kondome, aber Mundschutz. Ist eine crazy Shit-Situation, ist so die Welt. Ja, guck's dir an. Fetisch-Pornos für alles. Ja. Aber ich habe mich wirklich daran gewöhnt, an diesen Mundschutz. Wir waren letztens in der U-Bahn und ich konnte von jemandem die Nase sehen und ich war einfach nur angewidert. Ich dachte so, boah, ich war richtig empört. Ich war so, steck mal das Ding weg, das will gar keiner sehen. Das ist einfach so. Das ist eine krasse Geschichte. Ich konnte mein Material auch nicht vorbereiten, weil alle Open Mics haben zu und ich, ja, hier sind wir. Seid ihr bereit für den ersten Künstler des heutigen Abends? Ja. Warte. Es ist okay, wenn ihr für mich so erbärmlich klatscht, wenn ich rauskomme. Aber diese Gäste, die habe ich einfliegen lassen mit der Illusion, dass heute hier ausverkauft sein wird. Und es wäre toll, wenn ihr dann richtig Terz machen würdet, wenn die rauskommen, okay? Deswegen frage ich nochmal, seid ihr bereit für den ersten Gast des heutigen Abends? Mir gefällt auch die Euphorie von diesem Typen, der andauernd Bravo sagt, als wäre er bei einem Fußballspiel in den 20ern. Okay. Ich bin froh, dass er hier ist. Wir haben uns damals kennengelernt, sagt es in die Kamera, wir haben uns damals kennengelernt bei einem Filmprojekt für einen Film, der dann nie entstanden ist, weil manchmal ist das einfach so, du produzierst, du drehst und am Ende ist einfach nicht. Was soll man machen? Aber wir sind im Kontakt geblieben und ich bin froh, dass er heute hier ist. Er ist vielen bekannt, aktuell aus der Serie Babylon, für die Leute, die Wiederholungen gucken. Ich bin sehr froh, dass er heute nichts zu tun hatte und deswegen hier ist. Großen Applaus bitte für Julius Feldmeier. Bitte. Nimm Platz, da ist dein Mikrofon, da ist dein Wasser. Vielen Dank, sehr freundlich von euch allen, vielen Dank. Beachte die nicht, spiel in die Kamera. Da sind die Kameras. Da ist das Geld, ja. Da wo Moderation steht. Hey, na? Ja, schön. Julius, ich bin sehr froh, dass du hier bist. Du musst dein Bein ein bisschen bedecken, das ist ein bisschen eklig. Du bist allen bekannt aus der Serie Babylon und auch die Serie Das Boot. Ja, ich hab so lange Beine, deswegen ist es ganz schwierig für mich, eine Hose zu finden und auch Jackett, wo die Ärmel und Beine lang genug sind, deswegen, ich entschuldige. Du bist ja auch Model für Kinderschuluniformen und genau. Für Männer, die keinen Sport machen. Also sehr schön. Deswegen werde ich auch so oft als Nazi gebucht, weil Uniformen an mir einfach gut aussehen. Ja, das ist doch mal ein Einstieg in der Sendung. Das ist hier dein Wasser. Dankeschön. Ich glaube, das ist dein Lappen, falls du spucken möchtest oder so. Du bist in der, ich habe hier auch Notizen, hier steht es auch. Hier steht auch, auf dem Zettel steht erster Gast. Wir warten ja alle nur darauf, dass Adel Tawil endlich drankommt.
Deswegen werden wir die Zeit mal ein bisschen überbrücken. Die haben mir gesagt, ich soll eine Stunde machen. Ich glaube, wir haben wie viel jetzt schon gemacht? 5? Das Interview sollte jetzt erstmal so 20 Minuten solide gehen. Okay. Das verquatschen wir jetzt einfach. Plus, minus. Der Typ wird irgendwann raus sein. Wir würden ihn rausschmeißen, aber das ist 80% vom Publikum. Ich wollte gerade sagen, aber es hilft auch, dass Zeit vergeht. Immer wenn er was sagt, ja, muss man reagieren, dann tick-tack die Uhr und so weiter. Gut. Wir wollen auch keine tote Sendezeit. Möchtest du mit unserem DJ noch ein paar Worte wechseln? How you doing, Said? What's up, man? Yeah. Alles gut? Alles gut. Hast du genug getrunken, oder? Sorry, what's that? Hast du genug getrunken? Er spricht Deutsch. Ja, ja. Ich habe genug getrunken. Sorry. Ich habe genug getrunken. You expected English, right? Ja. Ja. Talk English then, man. Okay, cool. Das ist übrigens ein Kostüm, das ist eine Perücke. Warum hast du kein Kostüm? Das ist mein Kostüm. Also ich bin, es ist meine professionelle Arbeitskleidung. Ich würde mich niemals in Privatkleidung auf YouTube zeigen. Was hättest du denn heute gemacht, wenn du nicht hier das Glück hättest, in diese Show eingeladen geworden zu sein? Ich hätte jetzt Computer gespielt wahrscheinlich. Was für Spiele spielst du so? Alles so aus dem... Darf man Markennamen nennen? Du kannst ja alles sagen, das guckt eh keiner. So Blizzard, Diablo, so. Hearthstone, also so Nerdkram, ja. Ich habe jetzt vorgestern Diablo 2 wieder installiert. Das ist ein altes Spiel. Das ist von 1998. Was läuft das auf den aktuellen Computern? Ja, im Kompatibilitätsmodus. Immer wenn du sowas sagst, musst du zwinkern. Im Kompatibilitätsmodus. Das ist das creepieste Ding, was ich je gesehen habe, und ich kann das. Schön. Bei wie vielen Diablos ist es jetzt gerade? Wenn du sagst, du hast jetzt gerade Diablo 20. Es gibt 3 und ein viertes und so ein fünftes sind in Entwicklung und kommen irgendwann. Was, viertes und fünftes? Ist für mich gar kein Thema, aber ich finde es trotzdem interessant. Das heißt, die Fans, die das spielen, haben Teil 2 gespielt und Teil 3, wann kam Teil 3 raus? Auch vor 8 Jahren wahrscheinlich, ist es schon lange. Also ihr werdet richtig auf die Folter... Ja, genau. Und dann war vor 2 Jahren das Announcement fürs neue Diablo, sozusagen diese große Blizzard-Convention, wo sich die ganzen Nerds treffen und so und super viel Geld ausgeben für Merch und Eintrittskarten. Und dann war die Ankündigung Thema Diablo, es war so heiß erwartet. Und dann wurde gesagt, dass das nächste Diablo ein Handy-Game wird. Und da sitzen diese ganzen Typen, die noch Tower-PCs selber bauen und riesige Monitore zu Hause haben. Also das nächste Diablo wird ein Handy-Game. Das ist, aber nee, ich kann es auch verstehen. Ich hatte ja auch mal so einen Tower-PC. Seitdem ich weiß, ich kann meine Sachen von der Steuer absetzen, hole ich mir das alle 3 Jahre, so ein richtig abgefucktes Ding. Und ich kann es dann verstehen, dass so eine Leute, so eine Nerds, ihr Nerds halt auf sowas warten und sagen, ich bin bereit, ich habe den Monitor, ich habe den Tower. Aber du bist auch verheiratet. Also so schlecht läuft's nicht. Die Leute wissen Bescheid. Was meinst du mit, wie schlecht läuft nicht? Du, also die haben jetzt das Gefühl, du bist voll der Gamer, der Zocker und die Person, die vor Adel Tawil rauskommt. Und, aber du hast auch es geschafft im Leben. Ich kann Computerspiele und eine Partnerschaft miteinander meistens vereinbaren. Zockt heißt spielen. Spielt deine Frau auch? Nein. Was macht ihr dann so? Während ich zocke, guckt sie Serien, YouTube, schreibt Sachen, schaut arbeitet. Schaut sie Serien, in denen du dabei bist? Manchmal, also nicht alleine. Wir haben, als Babylon die erste Staffel rausgekommen ist, das war sehr schön, da sind wir zu Freunden gegangen abends und haben dann zu viert so das geguckt, weil es war auch für mich aufregend, weil es eine Serie war, in der ich sehr, sehr, sehr gerne dabei sein wollte. Ich muss sagen, ich wollte es sagen, ich habe die Serie geguckt und ich muss es sagen, ich finde, das ist... Ich habe Tatort nicht geguckt. Also Leute haben immer, was heißt Leute, Deutsche haben immer über Tatort geredet und gesagt, das machen wir jeden Sonntag. Also wenn ich sie gesehen habe in der U-Bahn, ich rede nicht wirklich mit denen, ich höre sie nur. Und sagen, wir gucken das jeden Sonntag, das machen wir, das letzte Tatort. Ich habe es nie wirklich geguckt. Wobei ich habe es einmal geguckt, da war Jürgen Vogel dabei und dachte, ah, das ist, Jürgen Vogel ist doch der mit Glatze und den Zähnen, ne? Ja. Genau. Ich wechsle immer mit Jürgen von der Lippe und... Udo Jürgens. Ja, es gibt Jürgen von der Lippe und Jürgen mit den Zähnen. Genau. Jedenfalls, du Fuchs, habe ich geguckt, dachte, ach so, ja cool. Und dann war die zweite Folge und da war ich nicht dabei und dachte, okay, nee, das ist überhaupt nicht meins. Aber Babylon Berlin, es ist einfach mal schön, Berlin zu sehen, wie es war, als wir darin aufgewachsen sind. Es ist sehr, sehr schön und auch die teuerste Produktion in Deutschland, die gemacht worden ist. Sowas habe ich auch gehört, ja. Sehr, sehr toll. Ich habe dich gesehen, du warst dann in der 6. Folge mal oben ohne gleich erste zu sehen mit Otto, wer ist der Typ? Der Kollege, ja. Jakob Matschens, genau, und das. Leonie Benesch.
Ich heiße Otto in der Serie, deswegen okay. denkst du Otto. Okay, habe ich verstanden. Ja. Glückwunsch. Danke. Du wirst dann getötet von einem Zuhälter namens Ali. Genau. So, als hättet ihr es gesehen. Aber es lief schon zweimal. Also irgendwann ist Spoiler auch vorbei. Es lief auf Sky, richtig. Es lief in der ARD. Es läuft immer noch in der ARD-Mediathek. Kann ich euch empfehlen. Ich gucke es wirklich sehr gerne. Ich bin jetzt bei Folge 8. Der große, wie heißt der Typ, ist auch dabei? Ich will, dass du mir den Namen von dem Schauspieler sagst. Ronald Zerfeld. Das ist ein großer. Das ist ein großer. Weil das Ding ist, jeder redet von diesem einen Schauspieler. Wie heißt der? Ich weiß es nicht. Heißt der Lars oder so? Klaas Leidinger. Lars Eidinger. Ja. Jeder redet über den und ich dachte immer so, ich habe den nie gesehen. Ich dachte, das wäre so ein alter Typ. Und dann ist er in der Serie, denke ich mir so, das ist also dieser sehr, sehr talentierte deutsche Schauspieler. Lass mal gucken. Und jetzt, wenn ich darüber rede, dass ein sehr großer deutscher Schauspieler da ist, nennst du jemand anderen. Also wird Lars Eidinger nicht der Gott sein im deutschen Hollywood-Himmel? Doch, ich glaube schon. Ich habe tatsächlich heute Morgen erst gedacht, dass Lars es wahrscheinlich geschafft hat, sich so ein bisschen so zu sowas wie so einer Nummer 1 hochzuarbeiten. Mhm. Aber weil du groß gesagt hast, ich dachte zuerst an körperlich groß. Und Ronny Zerfeld ist halt so, der ist halt wirklich körperlich sehr, sehr groß und auch in der dritten Staffel neu dabei. Deswegen habe ich an ihn gedacht. Das ist eine sehr schöne Serie. Ich habe mitbekommen, dass dein Großvater dir ab und zu Nachrichten schreibt darüber, was bei Babylon Berlin nicht realistisch ist, weil er ja in der Zeit gelebt hat. Und dir dann sagt, was die falsch gemacht haben und dass du das bitte weitergeben sollst an die zuständigen Behörden. Das hat er nicht gesagt, aber ich habe es tatsächlich dann gemacht. Also er hat mir auf Telegram Nachrichten geschrieben und die eine war, dass ihm aufgefallen ist, dass die Autos auf einer Straße, wo gefilmt wird, alle in die gleiche Richtung parken. Und er meinte, es gab damals noch keine Einbahnstraßen. Und dann war der letzte Satz, ein Fehler der Regie? Fragezeichen. Das fand ich sehr gut. Aber er ist ein sehr alter Mann und dass der Telegram benutzt, ich benutze ja kein, du hast ja mein Handy gesehen. Das ist noch so ein Drogendealer-Handy. Du hast mit dem Film Tore tanzt weltweites Ansehen ergaunert. Bei einigen Leuten, die immer noch keine Ahnung haben, wer zur Hölle du bist. Aber hey, das ist mein Leben, das ist bei jeder Show so. Frag die mal in München. Und in dem Film spielst du einen, also die Geschichte der Film entstand, weil eine junge Regisseurin, Katrin. Deutsche Namen, Leute. Ich bin froh, dass ich sie nicht Otto genannt habe. Hat eine Geschichte gelesen, im Zeitungsartikel über einen geistig behinderten jungen Mann, der von einer Familie, von der Vater und der Mutter gefoltert, missbraucht und sexuell genötigt wurde und dann getötet worden ist. Ja, genau. Und das hat sie gelesen und dann sich entschieden, einen Film darüber zu machen. Ja, genau. Also ihr Impuls war damals übrigens, und ich weiß nicht genau, ob er wirklich geistig behindert war. Das ist auch was, worüber wir uns gar kein Urteil oder so, eine Meinung so richtig bilden wollten. Aber die Idee für sie war, weil sie hat nur diesen kleinen Zeitungsausschnitt gesehen mit so dieser Aneinanderreihung von Schrecklichkeiten, wie du sie auch gerade aufgezählt hast. Und ihr Impuls war, dem Typen irgendwie seine Würde zurückzugeben und zu schauen, was es für eine Geschichte sein kann, die zu so etwas führt und so, wo er als Mensch dabei ist. Ich finde es ja großartig, wenn ein Film so entsteht durch so einen Zeitungsartikel, wo man nur halt so Brocken hat und dann sich denkt und dann selbst so ein Kopfkino hat und sich das vorstellt, wie das eigentlich war. Der wurde ja von wirklich so einer 0815-Familie, in dem Film war es ja so, dass du einen Jesus-Freak spielst, so heißt es. Ich komme jetzt nicht in die Schlagzeilen für Jesus-Freak. Dann das Auto von dieser Familie zum Laufen bringst, indem du deinen Kopf dagegen hältst und sagst, Jesus, bitte gib uns ein Wunder. Und dieser Benno, der böse Vater, dieser Mann, sieht es, ist irgendwie auch angetan von diesem Tore, wie du heißt, und sucht ihn dann auf bei diesem Jesus-Freak-Festival-Bar-Dingsbums und macht ihn dann zu seinem Ziehsohn, den er schon irgendwie immer haben wollte. Und dann fängt er aber an, ihn zu schlagen und bringt ihn dann auch in so eine Art Bordell, wo er dann von einem Mann vergewaltigt wird. Ja genau, er muss anschaffen gehen. Weil die Idee ist, also du wohnst ja jetzt bei uns, erst wird er aufgenommen und dann heißt es, du wohnst ja jetzt bei uns und du zahlst gar keine Miete. Also die nehmen ihn sozusagen Stück für Stück aus. Erst wird ein Hilfsangebot gemacht und dann wird er Stück für Stück abhängig gemacht. Sein Hartz IV oder was er bekommt, er gibt seine Bankkarte an die ab, also wird komplett versklavt, bis er sozusagen auch anschaffen gehen muss. Meine Frage an dieser Stelle ist,
Schreibt dein Opa dir dazu auch Telegram-Nachrichten, wenn er sieht, wie du vergewaltigt wirst in einem Film? Ich überlege gerade, also er hat Tore tanzt auch gesehen, glaube ich. Und also meine ganze Familie, mein Opa hat 5 Kinder und die eine Tochter ist auch Schauspielerin geworden. Und dadurch ist sozusagen das Schauspielgame, wir sind keine Schauspielerfamilie, aber das Schauspielgame ist so ein bisschen, dieses Neuland erobern und der Erste sein, der in der Familie irgendwie klar macht, dass es sowas auch gibt und dass man damit arbeiten und Geld verdienen kann. Und dadurch war ein großer Respekt in der Familie da, so für den ersten Film und dass dann sowas passiert ist und so Onkel, Tanten, Eltern, Großeltern sind ja auch, also lassen sich davon überzeugen, wenn so internationale Festivals den Film einladen, dann ist sozusagen ein Stempel drauf, dass hier ist was Tolles passiert und das unterstützen wir auch so. Wie war das für dich, jemanden zu spielen? Also als einer der ersten Filme, der dann auch noch so ein krasser ist, wo Nacktszenen mit dabei sind und du an einer Stelle sogar ein Stück, das habe ich mich auch gefragt, wie das ist, also als, für mich als Veganer, da war ja diese eine Stelle, wo du in diesem, du wohnst ja in einem Zelt bei denen im Hof und kriegst nichts mehr zu essen, musst von deren Abfallresten irgendwas nehmen und dann bist du bei denen in der Biotonne und holst ein gebratenes Hähnchen raus, was sie dann bei dir finden und dich dann zwingen, dieses vergammelte Hähnchen zu essen. Genau. Wie, was war das für ein Prop? Es sah sehr echt aus. Ja, also es war auch ein Hähnchen, also aber natürlich nicht vergammelt. Also ein frisches Hähnchen, was mit Lebensmittelfarbe so grün und blau angemalt wurde und dann wurden auch aus einem Anglerbedarf so ein paar Maden darauf gelegt, die sozusagen schleimig, jedoch sehr vitaminreich. Dann ja, und also die eine oder andere ist dann auch bei mir im Mund gelandet. Und ja, also das ist sozusagen so eine Force-Feeding, grauenhafte Situation. Aber du hast viele Fragen gleichzeitig gestellt. Mhm. Fangen wir von vorne an. Ich habe das Drehbuch geschickt bekommen und für mich war damals so Fernsehen und deutsches Fernsehen eher so, das sind langweilige Filme und was soll ich damit? Ich habe zu der Zeit Schauspiel noch studiert und so vor allem so die Welt der Theatertexte für mich entdeckt und war so einfach begeistert davon, wie Leute wie Schiller oder Shakespeare so geschrieben haben, wie Dialoge funktionieren. Und dann habe ich dieses Drehbuch gelesen und war so völlig geflasht davon, dass auch ein Drehbuch diese Art von Kraft schon beim Lesen entfalten kann wie ein Theaterstück. Und dann so der Dreh, diese ganzen schrecklichen Sachen zu spielen, so meine Herangehensweise war in dem, wir sind ja die ganze Zeit innerhalb einer Familie. Es gibt einen, der spielt den Vater, es gibt einen, der spielt die Mutter, es gibt welche, die spielen die Kinder und ich bin sozusagen der Ziehsohn. Also was machen wir? Wir spielen Vater, Mutter, Kind. Und dann sind drumherum halt Leute mit Kameras und Tonangeln. Aber eigentlich, wir treffen uns jeden Tag, wir spielen Vater, Mutter, Kind. Die Situation eskaliert, wir fahren nach Hause, wir schlafen, morgen treffen wir uns wieder. Und dadurch habe ich so voll den Safe Space dort vor Ort für mich geschaffen und konnte ganz gut abschalten eigentlich dann. Das war für dich der erste Film, du hast dann das Drehbuch bekommen und dachtest so, war das komplett drin? Du hast alles lesen können? Ja. Und dann dachtest du so, okay, das scheint Film zu sein. Also das war für dich der Einstieg ins Filmleben. Auch ja. Gleich so eine harte Rolle. Ja. Und du dachtest so, ich nehme, was ich kriege, ist ja gerade mein Anfang. Nein, ich dachte, also so eine harte Geschichte, das ist doch das Beste, was einem passieren kann. Also du hast was zu spielen. Ich habe mich so darüber gefreut, dass das dann, der Typ ist es die Hauptrolle und der hat ganz wenig Text. Das heißt, der hat ganz viel zu tun. Der ist die ganze Zeit im Bild und er muss ganz wenig labern. Also so tatortmäßig Informationssätze. Wo waren Sie gestern Abend? Ich war Pommes essen, dann bin ich zu meiner Frau und dann habe ich das. Und das sind lauter Informationen, die in der Vergangenheit stattfinden und dann wieder gekaut werden für den Fernsehzuschauer, damit er die Geschichte oder sie die Geschichte versteht. Und bei Tore Tanz ist halt so, dass alles extrem innerhalb der Situation passiert und sehr körperlich ist. Also wie eigentlich Theaterarbeit. Und dadurch ist es so einfach ein Jackpot-Drehbuch, ja, so once in a lifetime. Kann ich empfehlen, Leute, der Film heißt Tore Tanz, ihr könnt ihn auf Amazon sehen, beziehungsweise schöne Gebühr oder halt auf Streamkiste. Und von der Regisseurin ist, wenn ich das einhang, ihr zweiter so in der Art radikaler Film ins Kino gekommen, jetzt diesen Herbst, der heißt Pelikanblut mit Nina Hoss in der Hauptrolle und Muratun Muslu spielt damit Pelikanblut, auch ein toller Film. Ein anderer Film, in dem ich dich gesehen habe, wo du einen Professoren spielst und schauspielerisch, ich will nicht sagen brillierst, aber anwesend bist und nach 7 Minuten stirbst und ich denke mir so, toll,
Bist aber dann noch da als Rückblende, hier und da zu sehen. Hat mir sehr gefallen. Mein Ende ist dein Anfang. Ja. Erzähl uns doch ein wenig über diesen Film, der wirklich sehr schön war. Hat jemand den Film von euch hier gesehen? Der Typ hat ihn gesehen. Eins. Okay, das ist aber schon, das sind fast 50% der Zuschauer. Die Leute haben sich umgedreht und geguckt, ob da wirklich jemand gerade sitzt. Ja. Es gibt ihn wirklich, er hat ihn gesehen. Wann kam der raus? Der kam letztes Jahr raus, ne? 2019. Ja, genau. Mit dem Film war ich letztes Jahr unterwegs. Weil, daran musste ich denken, weil es gibt ja gerade dieses Ding, dass freischaffende KünstlerInnen den Verdienst, der im letzten November stattgefunden hat, angeben können, um dann 75% Kohle davon zu bekommen. Nice. Dann habe ich natürlich geguckt, was war letzten November los. Letzten November habe ich halt investiert. Aha. Ich bin für den Film Mein Ende, dein Anfang in irgendwie auf Festivals unterwegs gewesen, habe mir Zugtickets nach London gekauft, war in Mainz, in Münster, in Braunschweig, habe den Film da präsentiert, nicht gearbeitet, 0 Euro. Mhm. Also wirklich ein ganz tolles Verfahren. Ja. Also Mein Ende, dein Anfang ist auch ein Debütfilm, auch von einer Regisseurin, die heißt Mariko Minoguchi. Auch so eine tolle Frau, die selber ein Drehbuch geschrieben hat und selber mit einer künstlerischen Vision in die eigenartige deutsche Filmbranche eingestiegen ist. Und ich das Glück hatte, durch Tore tanzt, was so ein bisschen die Eintrittskarte war, auf ihrer Agenda oder wie soll man sagen, in ihrem Kopf zu sein, als sie angefangen hat, darüber nachzudenken, wer diese Figur, die an ihren Bruder, der Actual Physiker ist, angelegt ist, wer die spielen könnte. Genau. Und das Besondere an dem Film ist, dass der halt komplett, ihr habt vielleicht die Serie Dark gesehen, die Zeitstruktur funktioniert auf eine ähnliche Art und Weise in dem Film. Also es geht darum, dass Zeit nicht linear verläuft, von A nach B, sondern kreisförmig oder eigentlich alles gleichzeitig passiert und jede Handlung und alle Aktionen, die menschliches Tun sind, miteinander verknüpft sind und Auswirkungen haben, die auf allen Zeitebenen gleichzeitig Konsequenzen haben. Schön, dass es so komplex ist, dass du nichts spoilern konntest. Gerade in dem Moment, alle waren so Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Deswegen kann man auch am Anfang in diesem Film sterben, also ich in dem Fall, und danach wird es trotzdem nämlich eigentlich erst interessant, weil ein Geschichtsstrang rückwärts erzählt wird, das ist die Beziehung zwischen mir und Saskia Rosendahl, die dann Edin Hasanovic kennenlernt. Und das wird vorwärts erzählt und ist miteinander verschnitten. Ist sehr schön gewesen, weil teilweise am Anfang dachte ich, okay, sie erinnert sich nur. Aber dann war es wirklich so gesehen, dass es, ja, nee, es war ein sehr schöner Film. Und dann kamst du zu Das Boot? Davor meine ich nach... Ich glaube, ich habe Das Boot vorher gedreht. Aber sozusagen, wann die Sachen immer rauskommen, ist ja egal. Aber wenn ich noch eine Sache sagen darf zu Mein Ende, dein Anfang, das ist halt, weil ich vorhin meinte, so, das ist so langweilig, wenn Sachen in der Vergangenheit... Ich dachte schon, du redest darüber. Genau. Das war so mein Hauptanliegen bei dem Film, dass ich gesagt habe, okay, also wenn ich jetzt nur Flashback-Szenen habe, das kennt man ja aus manchen Filmen, so jemand ist gestorben und dann gibt es so voll die schönen Farbfilter und dann so die Szene in der Vergangenheit, wo es keine Probleme gab, so in der Küche, willst du noch einen Pfannkuchen? Ja klar, hier Zucker, keine Ahnung. Mhm. Also sozusagen nichts Relevantes passiert. Und da haben wir so versucht, was wir miteinander entwickeln können, damit die Beziehungen so plastisch wie möglich und auch die Situation so interessant wie möglich sind, damit man sich dafür interessiert, was mit dem Paar los ist, wo der Typ halt schon tot ist. So, das war so für mich. Ja, es war wirklich, man ist hockt. Ich kann euch den Film empfehlen. Sehr freundlich. Mein Ende ist dein Anfang. Ich habe ihn gesehen und ich habe auch andere Filme gesehen, die genannt worden sind, in denen du mitspielst. Und das war es auch schon. Man sieht dich dann vielleicht 3 Minuten auch in dem Film mit Tom Lars. Blind und hässlich. Ich dachte so, den Film habe ich doch mal gesehen. Ich kann mich nicht an Julius Feldmeier erinnern. Da waren, glaube ich, so 2 Szenen. Du bist Teil der WG von ihm. Ja, wie ist die Zusammenarbeit mit dem großartigen Tom Lars? Tom Lars ist ein Impro-Film-Regisseur und auch der Mensch, durch den wir uns ja kennengelernt haben. Ja, oder? Ja. Und der arbeitet komplett anders als die meisten anderen Regisseurinnen und Regisseure. Wie ist die Zusammenarbeit? Also er weigert sich, Drehbücher zu schreiben, weil er sagt, er will die Situation im Moment kreieren. Deswegen rede ich auch so Sachen wie, Sachen müssen im Moment stattfinden, weil ich total von diesem Typen halt total manipuliert, gebrainwashed bin. Sekte. So seit 2 Jahren wirklich geprimed. Die Situation ist im Jetzt, es gibt keinen Text in der Vergangenheit, alles ist im Jetzt, es gibt keine Zukunft, wir müssen in der Situation das Jetzt verhandeln und so. Also, alle denken, es wäre so ein alter Professor-Typ. Ja. Tom ist Ende 30 oder so.
Und er versucht halt, eine Arbeitsatmosphäre zu kreieren, in der alle so entspannt wie möglich sind, sodass er jederzeit irgendwem sagen kann, stell dich da hin, ihr beide knutscht und dann streitet darüber, wer Frühstück macht oder so. Und dann versucht man, diese Szenen zu spielen. Und wir haben miteinander durch so eine Art Improvisationslab, wo wir uns wöchentlich treffen, versuchen wir so eine Kommunikation miteinander zu entwickeln, die es möglich macht, dass man sich so gut kennt und so gut vertraut und so miteinander reden kann, dass diese Art von Drehen und Geschichten erzählen möglich ist, wo es eben kein Drehbuch gibt. Zwei Fragen habe ich noch an dich. Wir brauchen auch Desinfektionsmittel. Haben wir das irgendwo? Dankeschön. So, by the way. Erste Frage, hast du irgendwelche Sachen in deiner Karriere, die du bereust, getan zu haben? Nicht so richtig. Also es gab Arbeiten oder Projekte, wo ich mich da nicht wohl gefühlt habe oder die mir keinen Spaß gemacht haben. Aber gleichzeitig weiß auch im Nachhinein, ja, ich habe damals da zugesagt, weil ich Kohle brauchte. Und habe daraus dann auch was mitgenommen. Also ich habe mir so versucht, weil es gibt so viele komische Vorgänge oder Sachen, die passieren so in dieser Filmbranche. Ich habe so versucht, mir zu sagen, wenn sich etwas zum ersten Mal auftut oder ergibt, so wenn du es nicht komplett sowieso absolut schrecklich findest, mach es, dann kannst du dir eine Meinung bilden und danach so aus einem Bewusstsein heraus, dass du es ein bisschen kennengelernt hast, für die Zukunft entscheiden, das nicht mehr oder gerne wieder. Und so ist es bisher eigentlich ganz gut gelaufen. Zweite Frage ist, wenn ich mal einen Film oder Serie produziere, was inshallah irgendwann mal passiert, würdest du, je nachdem wie die Mittel sind, mitmachen in diesem Film? Also, dass ich jetzt hier sitze, ist ja wahrscheinlich schon die Antwort darauf. Ihr habt es gehört, es war ein klares Ja von Julius Feldmeier an dieser Stelle. Ich danke dir, Julius. Fakt ist, du musst jetzt einen Stuhl weiterrutschen für den nächsten Gast und du musst vorher deinen Sitz desinfizieren, dein Mikrofon nimmst du mit. Ja, eben, wir drehen jetzt den Film, wie ich den Stuhl putze. Ja, genau, der Stuhlputzer. Verkauf's mir doch. Ja, stimmt, okay, du hast recht, wir sind im Jetzt. Für das Casting, um zu gucken, wie das läuft, wäre es toll, wenn du jetzt deinen Sessel putzt und es irgendwie schaffst, die Getränke desinfizierend, das, ich weiß gar nicht, wie wir das machen. Guck du mal, wie du das regelst. Ist auch ein bisschen was vom Zaubertrick. Du musst den Platz sauber machen und darüber gehen. Genau. Und irgendwie auch die Getränke. Und die Sachen mitnehmen und dann, Adel muss dann die Sachen darüber nehmen. Ja, okay. Versuch aber im Jetzt zu leben dabei. Alright. Ihr könnt nebenbei klatschen, wir haben keine Musik. Du kannst Musik spielen. Play some music. Play some cleaning music. Legit cleaning music. Ich bin die Zauberin-Assistentin, die den Trick versteckt. Okay, ich bring das einfach rüber. Gut. We good, bro. We good. Das ist sehr schön. Okay. Ich drehe es mal um. Hier steht immer noch erster Gast. Hier steht Adel Tawil. Ich bin froh, dass du da warst. Du kannst immer noch mitreden. Ja, danke. Okay. Das Mikrofon ist an. Habe ich hier eine Anmoderation? Nein. Ich bin froh, dass der hier ist. Mein zweiter Gast des heutigen Abends, auch euer Gast, begrüßt ihn doch recht herzlich mit einem Applaus. Adel Tawil. Er hat mich getreten. Oh, du siehst meine Schuhe jetzt zum ersten Mal. Schöne Schuhe, ja. Adel, Julius, Judels, Adel, DJ da. Said Green. Wir haben uns hinten schon kennengelernt. Ja. Said, es geht. DJ. Das war sehr locker und flockig. So, grüß hier. Euch, hallo. Es gibt auch ein bekanntes Gesicht, hallo. Wasser, dieses Glas sieht überhaupt nicht sauber aus, merke ich gerade. Du kannst aber auch aus der Flasche trinken. Das ist krass, ja. Ja, das ist widerlich. Aber hey, willkommen im BKA-Theater am U-Bahnhof Mehringdamm in Berlin. Kommt vorbei, bringt euer eigenes Glas mit. So. Es gibt noch Tickets. Ihr könnt auch spontan vorbeikommen. So. Adel, Tawil, ich bin danke mega froh, dass du hier bist. Du bist ja hergekommen, weil du ein Fan auf meiner Instagram-Seite wurdest. Und ich dachte so,
Ich tue dem Jungen mal einen Gefallen. Ich nehme ihn mir zur Brust und sage, komm mal vorbei in meine Late-Night-Show. Und hier bist du. Ich bin mega happy. Ich hätte nicht gedacht, dass du kommst. Ich dachte, du sagst vorher noch ab. Nein. Wenn ich sage, ich komme, dann komme ich. Ist doch klar. Klar, klar, klar. Ich war sehr verwirrt. Du warst hier seit 10 Uhr. Die Leute flippen aus. Aber so haben wir uns kennengelernt. Also so. Instagram, ich bin dir gefolgt. Ja. Weil ich das cool fand, was du machst. So. Und dann gab es dieses legendäre Video, wo du auf einmal sagst, ey Leute, Adel Tawil folgt mir, ich habe richtig Schreck bekommen. Und, man weiß nicht, wie ein Satz weitergeht, dann, wenn ich anfange. Ja, genau. Ja, ja. Ist gefährlich. Ja, nee, ich freue mich. Meine Frau sagt immer, schreib mal die Leute an, lad sie ein in deine Sendung. Bei dir hat sie es nicht gesagt, aber ich dachte, ey, ich versuch's mal. Die Motivation ist dann da und ich bin froh, dass du da bist. Ich habe mir sehr viele von deinen Interviews angeschaut, weil ich hasse es immer, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du bei Interviews bist, von dir habe ich überhaupt gar keine Interviews gefunden, es war schrecklich. Ich musste mir hier wirklich Arbeit machen und deine Serien angucken, Babylon Berlin. So also alte Zeitungen durchwühlen. Geguckt und geguckt und stell mir, wann kommt denn der endlich? Aber das ist gut, das ist das Geheimnis, ist weißt du, dann, ja, dann gar nicht so viel preisgeben. So. Jedenfalls nervt es mich immer, wenn ich so Interviews, wenn ich bei einem Interview bin und die stellen mir Fragen, wo ich denke, okay, das hättest du jetzt auch googeln können oder guck das Interview oder was auch immer. Deswegen versuche ich auch nichts vorwegzunehmen. Aber mir ist aufgefallen, während den ganzen Interviews, die du gegeben hast, du bist ein sehr, sehr netter, sympathischer Mann, der bei jedem Interview immer ein Lächeln trägt, auch wenn der Typ, der das Interview stellt, total nervig und langweilig ist. Und mein geheimes Ziel ist heute, dass du irgendwann aufstehst und sagst, wir brechen das hier ab und gehst. Ja. Nur damit du Bescheid weißt. Soll ich es gleich machen? Nein, nein, ich denke, du bist ja durch deine Boyband-Zeit sehr gedrillt, was Interviews angeht, ne? Absolut, ja. Ja, er war eine Boyband. Ich wollte ihn eigentlich, wir haben es gelernt. Ich wollte eigentlich lustige Weißwürze machen darüber, aber er scheint sehr... Nein, was soll ich sagen? Also ich war mit 17 in der Boyband. Es ist... Also es gibt Schlimmeres. Also es war dann, ich war weltweit unterwegs. Ich habe noch eine goldene Schallplatte aus Malaysia. Mhm. Und das alles so mit 17, 18, 19. Ich habe mir die Songs angehört. Die sind, ja, es war einfach eine ganz geile Erfahrung. Es hatte jetzt mit richtigem Musikmachen nicht so viel zu tun. Es war eher Performance, Entertainment. Aber gut, war schon okay. Du bist ja auch auf dem Boden geblieben. Ich habe gesehen, dein Hund hat eine Instagram-Seite. Ja, aber schon bevor alle anderen ihrem Hund. Wir haben, glaube ich, auch ein Bild hier, falls wir es einblenden können. Mrs. Jackie Brown. Ja, Jackie Brown. Da sind wir vorbereitet. Da ist sie. Das ist schön. Leute, folgt dem Hund. Guck mal, 1400. Adel Tawil. Das ist ein ganz, ganz süßer Hund. Ja. Die sind auch sehr gute Fotos. Wer ist der Fotograf? Meistens ich oder mein Bruder oder... Also. Wie kamt ihr auf den Namen Jackie Brown? Also am Anfang wollte ich sie Miss Jackson und Jackie Brown wegen dem Film. Also deswegen war sie ist braun, deswegen Jackie Brown. Das ist schön. Haben wir das auch noch mit reinbekommen? Sachen, von denen ihr keine Ahnung hattet, dass Adel Tawil eine Fanseite hat für seinen Hund. Der letzte Beitrag ist, glaube ich, von 2019. Was ist da passiert noch in der Zeit? Ende 2019, glaube ich, dann eher so. Ja, Corona halt. Ne? Also ich war ja auf Tour im Januar noch. Zum Glück konnte ich meine 2020-Tour komplett spielen. Mit dem Namen, wie war der Name der Tour? Alles lebt. Alles lebt. Alles lebt Tour. Und dann dann bin ich nach Ägypten, wollte Urlaub machen und da ein bisschen an neuen Songs arbeiten. Und dann den Hund habe ich bei meinem... Tourmanager gelassen und der hat, und da ist er dann geblieben. Und ich bin ja aus Ägypten nicht mehr weggekommen bis zum Juli. Wir haben ja auch ab und zu telefoniert und mir schien es so, als lebst du in einer ganz anderen Welt und hättest nicht die Alltagsprobleme wie unser einer, der am Zoo Männern einblasen muss, weil jetzt gerade Corona-Zeit ist. Und ich rufe dich an und sagst so, ich bin auch in Ägypten, ich komme nächste Woche wieder zurück. Ja, so einfach war es nicht, aber klar, also in Ägypten war es deutlich entspannter, glaube ich, als hier, als es kalt war. Also da ist es nun mal warm, man ist die ganze Zeit draußen und da ist die Gefahr einfach nicht so präsent, auch jetzt nicht. Ne? Jetzt geht es ja wieder los. Wie sind jetzt deine Pläne so? Ich meine, du hast ja scheinbar genug. Musst du jetzt irgendwas noch machen? Also ich muss sagen, klar...
betrifft es mich jetzt nicht so, aber man ist trotzdem spürbar. Aber man macht sich natürlich schon Gedanken an seine ganze Crew, seine ganzen, die Band. Also wir sind knapp 60 Leute, wenn wir unterwegs sind auf Tour. Und die, das vergisst man, die sind halt die ganze Zeit auf Tour. Also die sind einfach, also nach meiner Tour im Januar werden die im Februar auf einen anderen Tourbus gehopst und da weitergemacht. Und das ist auf jeden Fall etwas nervig. Für mich ist es noch relativ normal, weil ich ja nach meiner Tour im Studio bin und das neue Album schreibe und das dauert dann immer ein Jahr. Da bist du eh noch nicht dran. Zwei Jahre eigentlich. Doch, also da bin ich jetzt im Studios, bin ich, klar. Du hast mit Ich und Ich 2010, habt ihr gesagt, wir machen eine Pause, jetzt ist 20 Jahre vorbei, Leute fragen hier und da, 10 Jahre sind vorbei, Mathe, deswegen mache ich das, was ich mache. 10 Jahre sind vorbei, ist es nicht langsam an der Zeit zu sagen, hey, Ich und Ich sollten wieder mal was machen? Also Annette und ich, wir ihr arbeitet sprechen noch miteinander, über vieles. Ja? Nein, wir arbeiten nicht dran, aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass nochmal ein Ich und Ich Album kommt, aber wir arbeiten trotzdem an neuen Songs zusammen. Also wir wollen uns jetzt wieder treffen und so ein paar Nummern kann man immer zusammen machen und das ist ja dann wie Ich und Ich unter dem Namen Adel Tawil. Ach so. Ja. Sie kriegt aber auch ein bisschen Geld ab. Ein bisschen, ja. Okay, okay. Nee, klar, wir schreiben das Ding ja zusammen. Ja, nee, das ist schön. Das ist, deine Songs haben mich damals berührt. Nicht The Boys Zeit, wo Boys noch mit Z geschrieben ist, aber Ich und Ich, das war damals, da war sehr viel los. Du hast nach dieser Boys-Zeit, diese wirklich klischeehafte Boygroup-Zeit, wo die Jungs aussehen, als wären sie nebenbei noch Escort Service, so NSYNC. Nein, wir waren aber die Coolen. Also ja, wir hatten die dicken Jacken an. Dieses, hattet, ne? Man sieht, wie ihr durch die Wüste läuft mit euren dicken Jacken und schickt mir so, was zur Hölle war das denn? Ja. Und dann seid ihr auf einem Stück Asphalt durch Las Vegas gesurft. Genau. Round and round you turn me round. Ja. Bitte hör auf. Und, und kennt ihr jemand aus der Zeit von The Boys? Ja. Du kennst ihn? Was für Songs sind deine Lieblingssongs gewesen? Den du gerade angesungen hast, ja, den habe ich auch noch im Ohr von damals. Oder In the Night, in the Dark. Das war One there Moment. There are shadows. One Minute. In my heart. Yeah. Leute flippen aus gerade hier. Yeah, das sind die knallharten Adel Tawil-Fans. Und dann hast du ja mit Ich und Ich und auch deine Solo-Karriere. Du bist ja eher so liebes, emotional nachdenkliche Songs in diese Richtung, also alles sehr sauber. Auch. Hast du manchmal nicht das Bedürfnis zu sagen, ich hätte gern jetzt einen Song, wo ich auf einem Boot bin mit geilen Schlampen und einfach nur singe, ich bin auf einem Boot mit geilen Schlampen? Nicht wirklich. Okay. Also wir haben was vorbereitet. Ja. Ein Boot mit... Nee, ist okay. Ja. Wie gesagt, mein Ziel ist, sich rauszuekeln von der Show. Nee, aber gibt's ja auch genug gerade im Moment. Ne? Also es ist ja so ein Trend im Moment. Du machst ja aber auch Songs mit Rappern und alles Mögliche. Genau, aber da achte ich auch drauf, dass das alles... Da achtest du wirklich drauf. Ist nicht so, dass es wirklich aus dir selbst rauskommt, das sind die Themen, über die ich nicht reden möchte. Ja, nee, also bei mir ist es schon immer Inhalt vor Form. Und natürlich kannst du so ein Musikvideo drehen, wo dann ne, dicke Autos und, yeah, und Ladies und so. Und aber das ist ja nicht du machst das, niemals so ein, was ich so... So ein Cash-Grabber. Du machst immer so, ich möchte was erzählen. Und ich will schon was vermitteln, ja. Das ist schon... Also zumindest versuchen zu vermitteln. Wie lange machst du das jetzt schon? Ich mache das, seitdem ich... ich meine nach Boys, das war jetzt seit The Boys, 23 Jahren. Meine erste Platte kam 2013, meine Adel-Tawil-Platte. Okay. Denkst du nicht irgendwann, dass das Thema... Durch? Ja, weil ich mache ja kein Ethno-Comedy, weil ich mir denke, ich kann irgendwann nicht mehr über Leute reden, die auf dem Rücken Haare haben. Und dann denke ich mir so, das Thema ist durch. Wie viel Emotion, wahre Emotion hast du für die nächsten 40 Jahre? Also so wie das Leben. Es ist ja so. Also am Ende des Tages, wir erleben ja jeden Tag neue Situationen. Jetzt gerade, glaube ich wirklich, ist es eine sehr schwierige, aber eben auch eine spannende Zeit, weil du merkst, dass alle Künstler... auch wenn sie strugglen, trotzdem glaube ich aus dieser Zeit viel lernen können und halt auch viel verarbeiten werden, egal in welchem Bereich. Also ich glaube schon, dass da richtig viel passieren wird. Also ich habe mit verschiedenen Produzenten auch zu tun, die gerade so ihren Peak haben an Kreativität, weil sie einfach keine andere Möglichkeit haben, irgendwas zu machen. Aber bei dir, dich betrifft es gar nicht. Du hast immer noch die anderen Themen. Also du kannst jetzt nicht als Künstler sagen, ich bin ganz so ein... also dieser
Also, Eye of the Tiger, würde man sagen, wenn man ganz unten ist, man hat kein Geld, man ist hungrig, man muss wirklich arbeiten. Das hast du jetzt in dem Moment nicht, diesen Hustle, oder? Also den Hustle habe ich gerade nicht so, aber ich bin trotzdem hungrig, weil ich das erzählen will, wie es mir widerfährt, wie es sich anfühlt. Und ich merke, dass zum Beispiel die Bühne mir noch mehr fehlt, als mir eigentlich lieb ist. Also so, ich habe gemerkt, dass dieses auf die Bühne gehen und mit den ZuschauerInnen einfach ja, diese Show zu machen, dass das ein wichtiger Bestandteil meines Lebens ist und zu doll. Also das, ich merke, dass ich schon dass das mein Ausgleich ist, und wenn ich das nicht habe, dann fehlt richtig was. Also ich vergleiche das so ein bisschen mit einem Rentner, der einfach sein ganzes Leben lang in einem Job gearbeitet hat, das liebt, was er tut, und auf einmal ist es komplett vorbei und der geht nicht mehr in den Betrieb. So, und dann steht er da und na klar, kannst du zu Hause sitzen, chillen und irgendwie den Garten machen, aber viele fallen ja da in so ein Loch. Und das war jetzt gerade mal ich sollte damit vorsichtig umgehen. Nee, ich kann es auch verstehen. Ich denke jetzt auch gerade in der Zeit, wo ich kein Geld verdiene, es macht Sinn, in den Garten zu gehen und den Garten zu machen. Nein, ja, genau. Nein, natürlich nicht. Aber gut, für Künstler ist es natürlich jetzt eine echt dramatische Situation. Und das, was du gesagt hast, das trifft absolut zu, was nicht so richtig bedacht wurde, dass halt eben, wenn jemand im November letzten Jahres nicht gearbeitet hat, aus irgendwelchen Gründen, dass da eben kein Ausgleich stattfindet, nicht mal ansatzweise. Und das ist natürlich echt ein bisschen dramatisch auch. Also ich hoffe, dass die Menschen jetzt so ein bisschen mehr noch ein Bewusstsein, es gibt ja viele Videos jetzt, die von Künstlern gemacht werden, dass die Menschen schon ein Bewusstsein dafür bekommen, was Kunst uns gibt. Und das ist halt wirklich echt, wenn es weg ist, man spürt es auch, dass etwas wirklich Wichtiges fehlt. Ja, vor allem fehlt uns jetzt auch irgendwie so eine Gewerkschaft, sowas haben wir gar nicht, weißt du? Genau, also das ist zum Beispiel eins der Hauptdinger. Weil wir machen ja Kunst, weil wir Kunst machen, weißt du, ohne diese ganzen... So Sachen, genau, man organisiert sich nicht, es gibt keine Lobby, das ist halt echt ein bisschen schade. Wir warten einfach nur auf einen starken Anführer, der sich erhebt und für uns kämpft, anstatt den Garten zu machen. Wir haben vorhin darüber geredet, deine Touren. Du hast dich entschieden, während deiner Tour vegan zu sein, weil du dachtest, okay, kann ich machen. Ich habe jetzt, man hat ja da einen Koch und so. Catering Service. Und du hast mich gefragt, wie das so bei mir ist auf meinen Touren und so, weil deine Tour ja 1,5 Monate gehen und ich habe es letztens schon gesagt, meine Tour ist eigentlich, ich fahre hin und mache meinen Auftritt und dann fahre ich wieder zurück. Also so eine Sachen habe ich da gar nicht. Und wenn du auf der Tour bist, ich habe voll die Frage vergessen. Du kannst mir auch gerne Fragen stellen. Ich bin so abgeschwiffen, ich war weg. Wie isst du vegan, wenn du auf dem Weg in die Venue bist? Ja? Also wenn du in eine andere Stadt willst und auf der Autobahn Hunger bekommst. So, dann ist die Frage, die ich dir als Veganer stelle, an der Tankstelle, was isst du? Das war die Sache mit der Tankstelle. Ne? Genau. Ich fahre ja nicht mit dem Auto, ich fahre mit der Bahn hin, dann fahre ich wieder zurück. Wenn ich Glück habe, kann ich sogar wieder am selben Abend zurückfahren und muss mir das Hotel nicht geben. Okay. Wo es manchmal, und am Bahnhof kriegst du vegan, was gibt's da? Ich esse ja auch, ich bin auch kein großer Fan von Brot oder so. Also wenn ich das arabische Brot, was eine Illusion ist von Brot, damit komme ich klar. Ist okay. Das ist wirklich sehr dünn. Aber alles andere ist für mich eher so, nee, dann ich schneide mich dann auch an der Kruste vom Brot, von einem Brötchen oder so. Es muss qualitativ gut sein. Ich bin sehr sensibel. Ja, das ist ja gut schon mal. Ja, also es darf kein so Pappebrot sein. Es muss schon so beim deutschen Bäcker so ein deutsches Brötchen. Ich habe ja auch in den USA gelebt und die verkaufen dann so Bäcker. Gibt's sowas? Gibt's einfach? Du hast auch in den USA gelebt? Ich habe auch in den USA. Wo hast du auch da gelebt? Nee, aber alle Iraner wohnen in den USA irgendwann. Los Angeles. ich habe da gelebt, einfach nur, weil das scheinbar unsere Stadt ist. Warst du wirklich in Los Angeles? Ich war in Kalifornien, in San Francisco. In Los Angeles war ich nicht. Als angehender Schauspieler denkt man sich so, da musst du ja hin. Yeah. Aber ich hatte, da war einfach kein Teil. Aber erklär mir bitte, was ist es? Warum? Also ich bin ja hier, wir sind ja alle Berliner hier in die Runde. Und ich bin mit vielen aus Iran groß geworden hier. Und war auch ein iranisches Neujahrsfest und das Essen, Fesenchu und Reime Subsi und so, gibt es ja alles. Richtig lecker. Und da ist mir aufgefallen, dass halt die Community angeblich in Los Angeles riesig sein muss. Warum?
Warum L.A.? Ich finde die Geschichte ganz interessant. So fancy L.A. Ich finde es interessant, weil wir sind ja damals aus dem Iran hergeflohen und es gab mehrere Optionen, wo man hinfliehen könnte. Okay. Und wir hatten da schon, weißt du, wenn Iraner fliehen, dann gab es was? Es gab Schweden, Deutschland oder USA. Also wenn die fliehen, dann denken sie sich so, okay, wenn, dann machen wir es richtig, dann auch irgendwo hin, wo was geht. Okay. Das hast du bei den Flüchtlingen in den letzten paar Jahren nicht gehabt. Die, bei denen ging es wirklich ums Überleben. Aber Iraner sind so, nee, nee, ich warte auf den nächsten Flug. Der, der geht nicht dahin, wo ich möchte. Also, ich will nach Schweden, genau. Also es war eigentlich eher so, dass ich nicht in den Iran zurück kann. Die sind da in der Botschaft immer, ich darf auch nicht sagen, weil jedenfalls... War es dann aber für mich interessant zu sehen, ich konnte auf jeden Fall in die USA, so einen tieferen Hintergrund gab es einfach nicht, das war einfach nur für mich so eine Welt, die man aus dem Film und dem Fernsehen kennt und ich dachte, okay, da möchte ich mal hin, ich muss mal sehen, was los ist. Vor ein paar Jahren war ich wieder da, weil ich ja jetzt mittlerweile Stand-Up-Comedy mache seit sehr, sehr langem und ich dachte, ich muss zu meiner Kultur, weißt du, weil das ist ja Stand-Up-Comedy ist ja dein, weißt du, ist ja dann in dem Moment und es war auch sehr inspirativ, also hier in Deutschland, ich lässt da jetzt ein bisschen ab, ich habe eh keine Karriere, die ich verlieren kann, ist es so, dass ich mit den deutschen Comedians aufwachse und ich denke mir so, ja, okay, das ist der Grund, warum ich damals angefangen hatte, war, weil ich Fernsehen geguckt habe und mir hat nichts gefallen. Und man sagt immer, wenn du denkst, du kannst besser, dann machst du besser. Und ich habe mich hier aber nie wirklich wiedergefunden, dachte ich, okay, gehe ich mal in die USA und ich fand es dann auch sehr befreiend, weil ich sehen konnte, okay, das ist Stand-Up-Comedy, das ist das, was mir gefällt. Ja, die sind am Start, ja. Ja, ja. Wir haben vorhin im Backstage über unsere Haare geredet, Anne. Yes. Es kam auf, weil wir bei da nicht sich das Mic. Ja, weil wir curly sind, da auch. Seid hat extra seine Haare rausgeholt. Du hattest auf der Tour, da war ich aber auch ein bisschen abgeneigt. Ich habe ja ein paar Videos, Fotos gesehen, da hast du die, so einen Undercut hier an der Seite und oben. Genau. Und jetzt hast du gesagt, du hast die Haare wieder lang wachsen lassen. Was war die Geschichte da? Also, ich kann es dir genau erklären, du kennst die Problematik wahrscheinlich. Das Ding ist, du hast ja jetzt den Zopf, du kannst die Haare an der Seite, ne? Also das, da will man ja eigentlich hin, da wollte ich hin. Ich habe die jetzt lang wachsen lassen und die wurden immer länger und länger. Und es gibt diesen Moment, wo diese Haare an der Seite, der Mann versteht das auch, ja, wo die anfangen wirklich abzunerven und dann wird es so, dann hatte ich immer so ein Bund drum, also so ein Haarband. Und das hatte ich in dem Video mit Mohammed Munir, Eine Welt, eine Heimat und Yusuf Undur. Da hatte ich dann quasi, ne, also so nach hinten und dann ging es mir zu krass auf den Sack. Und dann habe ich gesagt, okay, ich will jetzt aber nicht die Haare komplett abschneiden, sondern ich mache nur die Seiten und dann kann ich nämlich hier oben einen Zopf machen. Und das war dann aber mir dann irgendwann auch zu hipstermäßig. Und ich habe eine Tradition, nach jedem Album, und das mache ich wirklich so, nach jedem Album, auch den Ich und Ich Alben und auch dem Boys Album, also immer schon, mache ich mir eine komplette Glatze. Also ich mache mein Album, ich bringe mein Album raus, ich spiele die Tour. Das kann ich voll verstehen. Danach wirst du ja nicht mehr gesehen, ne? Danach, genau. In dem, wo ich dann raus bin und niemand mehr mich sieht und auch nichts von mir will, ist das für mich, weiß ich nicht, auch vielleicht wie so eine Reinwaschung aus diesem... Okay, das ist jetzt abgeschlossen, dieses Thema, dieses Album, das ist komplett abgeschlossen. Und dann rasiere ich mich komplett, also auch den Bart und so. Und ich bin nicht wiedererzuerkennen. Kennst du Pitbull, den Rapper aus Südamerika? Nein, aber scheinbar haben die Leute jetzt einen Einblick. Ja. Und wie viele Tage kriegst du einen Schreck vor dir selbst im Spiegel, nachdem du es machst? Nee, ehrlich gesagt, ich bin ja dann meistens im Urlaub. Also wenn ich dann nach der Tour, dann gehe ich halt wirklich irgendwo, wo es warm ist. Und dieses Gefühl... wenn du so eine Haare hast, wie wir hier. Ja, das kann ich voll verstehen. Und das dann weg ist und du dann schwimmen gehst, ist so, wie als wenn du keinen Kopf hast. Also du hast kein Gewicht mehr. Weißt du, also es ist einfach ein krasses Gefühl. Und das feiere ich so sehr, dass ich es jedes Mal wieder mache. Das ist ja das Ding, wenn du lange Haare hast, dann nickt man auch anderen Männern zu, die lange Haare haben, weil wir alle wissen, es gab so eine Zwischenzeit. Ja. Zwischenphase, wo man aussieht wie so ein Pimmelkopf. Genau. Ja, also da Respekt für, das muss man erstmal, guck mal, siehst du, wir machen es, also ich warte jetzt, ob ich es diesmal hinkriege. Wo ich verstehe es auch nicht, weil die hören dann auf, wenn sie diese Phase erreicht haben, wo es einfach scheiße aussieht. Ja, ihr seht beide wundervoll aus. Die Lockdown-Phase ja, halt, ne? Ist genau die Lockdown-Phase. Man hat Gründe. Und dann bist du ja aber schon so gesehen worden und brichst dann ab, wo ich denke,
Ja. Hättest du aber auch noch die 4-5 Monate weitermachen können. Leute haben dich schon gesehen. Ja, vielleicht schaffe ich es, dass wir das durchziehen. Aber auf jeden Fall kennen wir alle die Probleme mit, die dann kommen. So mit du hast aber hier einen sehr guten Ansatz halt hier. Das gefällt mir sehr. Du hast hier so einen Geheimatsrecken, aber die gehören dazu. Die hattest du schon immer. Und dann hast du hier nochmal so im Sinne von, sind keine Geheimatsecken. Ich habe sie hier nochmal. Ja. Extra Patch. Ja, ja. Das ist cool. Also ich habe gehört, dass es meine tunesische Seite ist von meiner Mutter, weil in Ägypten ist es doch ein bisschen anders. Da sind die Haare anders. Wie? Und mehr auch, dass die Haare ausfallen und so. Tunesier haben dieses African Hair. Was denkst du, was deine Prognose? Wirst du immer Haare haben? Ich denke schon, ja. Ich glaube nicht, dass die jetzt noch abfallen. Ich mache mir manchmal auch so ein bisschen, denke ich so, wäre scheiße, wenn Haare ausfallen, weil ich habe einen kleinen Kopf und die Locken helfen, so ein bisschen das auszugleichen. Und ab und zu so frage ich beim Friseur nach, was meinen Sie so? Und wahrscheinlich, wie sieht's denn aus? Und so, und die sind immer so recht zuversichtlich, äußern die sich. Gehst du mal zum selben Friseur? Habt ihr so einen Stammfriseur? Ja. Ja. Seit wie vielen Jahren? Türke unten, mega. Okay, du bist zum Türken. Ja, bester Mann, ist lustig einfach. Ich vertraue Türken nicht. Darüber hast du schon mal gesprochen im Programm, ne? Geredet. Ja, die kennen nur einen Haarschnitt, also es ist halt ein Haarschnitt, aber der sitzt. Und es geht schnell und kein großes Tara, weißt du? So früher war ich so bei diesen Ficky-Mickey-Friseuren und so, aber jetzt ist es so. Auch bei Boys halt, ne? Ich bin auch wirklich nicht so gerne beim Friseur, weil das ist immer es kommt mir vor wie verschwendete Zeit. Damals fing es an bei mir, habe ich die Haare weggetrimmt im jungen Alter, weil ich dachte, ich habe keinen Bock mehr zum Friseur, weil die Haare wachsen extrem lang. Ich weiß, das Publikum ist total interessiert an so einem Gespräch. Wir haben voll vergessen, als er hier sitzt. Und habe mir die Haare mal weggetrimmt, weil ich dachte, das ist leichter, als zum Friseur zu gehen jede Woche, weil ich habe auch nicht das Geld und auch keinen Garten. Und dann habe ich aber irgendwann gemerkt... Ich habe übrigens auch keinen Garten, ich will zu sagen. Es ist raus, alle wissen, du hast einen Garten mit Salat und so. Und dann habe ich gedacht, okay, es ist viel einfacher, wenn ich gar nichts mache. Und deswegen war diese Wuschelkopfzeit für mich auch total egal, weil mir war es einfach egal, wie es aussieht. Und du bist Künstler. Es gehört ja auch ein bisschen auch dieses Wilde. Es gehört dazu. Ne? Also, dann gesagt, spielst du Gitarre? Ich so, ja, komm, genau. Wir gehen zu mir. Ich habe eine Erfahrung gemacht mit meinen Haaren, das war krass, weil bei The Boys habe ich mir meine Haare ja blond gefärbt. Ja, das habe ich gesehen. Blond und den Bart auch blond. Und mit meiner Hautfarbe dann, das war ziemlich abgefahren. Und dann bin ich zu diesen berühmten Afro-Shops hier in Berlin gegangen. Und hab mir dieses Relaxer, diesen, so. Und ich hatte schon blondiert und dann diesen Relaxer reingemacht, der die Haare halt glatt macht. Und das war auf jeden Fall ein schlimmster Fehler. Guck hier, da hört man es schon aus dem Publikum. Ja. Hat's gebrannt oder was? Ey, erstens hat es krass gebrannt. Und Gift danach, und Gift, ne? Gift und Gift, richtig. Und danach konnte ich meine Haare, wenn ich so gemacht habe, hatte ich die in der Hand. Und dann dachte ich, wow, fuck, auf gar keinen Fall fäst du diese Haare an und lässt es jetzt so. Du lässt es jetzt so und ich habe nur gebetet, bitte, 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 bleibt auf meinem Kopf. Hier wird krass über Haare geredet, Leute. Es tut mir leid für die zwei Leute, die im Publikum eine Glatze haben und gar nicht mitfiebern können hier gerade. Die Welt kennt dich als Adel Tawil, aber es gibt noch eine Bad Boy-Zeit davor, wo du Kane und Disc genannt worden bist. Yeah, yeah, yeah. Now we're talking. Ganz recht. DJ Said from Philadelphia. Stelle, let's talk about my prison time and my. An dieser Stelle habe ich hier diverse Buntstifte dabei. Ich weiß nicht, ob du was damit anfangen kannst. Ich habe sie meiner Tochter heute Morgen geklaut. Hier sind ein paar Aktzeichnungen drin, die ich gemacht habe. Ich werde jetzt mit Julius ein wenig reden und ich weiß nicht, ob die Leute es wissen. Adel Tawil war mal, was sagt man, Graffiti-Maler? Ja. Graffitier? Ja. Mit dem Namen Disc? Ja, also jetzt und nicht so talentiert, ne? Ist von der Schule geflogen, weil er eine Wand bemalt hat. Was kannst du hiermit anfangen? Ich kann meinen Disc-Namen drauf. Oh, schreib mal, das ist interessant. Beispiel. Wir werden das verkaufen. Nee, ist okay. Wir reden jetzt so lange untereinander. Julius, erzähl mal was von der deutschen Kultur. Malst du jetzt mich gerade? Du starrst mich so verliebt an. Okay. Meine Tochter würde sich freuen, wenn du mich malst mit liebe Grüße. Bitte, Julius, wie bist du zum Schauspiel gekommen? Falls du es nicht schon erzählt hast, ich war ein bisschen abgedriftet. Das war's?
Ich habe mehr erwartet. Danke. Ich habe mehr Farben erwartet. Nein, ich kann nicht Bild. Also so. Kein Wunder, dass du von der Schule geflogen bist. Und der berühmteste, guck mal, es gab einen. Warte. Ich dachte, ich kann den Block teuer verkaufen. Jetzt merke ich der Wertminderung. Guck mal hier, Level. Kennt ihr Level noch in Berlin? Level? Da unten Level? Das war quasi ein One-Liner. Und das war der Typ, der wirklich alles zugetextet hat in Berlin. Ich kenne nur diese THC. Der meistgesuchte Berliner. Siehst du, THC, da sitzt der. Und war Level überall oder hat er bestimmte Bezirke gehabt? Nee, überall, oder? Überall. Level war doch überall. Genau wie Beises und so. Das waren so die Heroes damals in den 90ern. Wenn du getaggt hast, dann ging es einfach nur darum, dass... Ja, liegt denn so. Ich habe getaggt, weil es cool war. Aber du hattest künstlerisch hattest du es nicht drauf. Nee, ich will eigentlich Maler werden. Ja, ich dachte, als ich war ganz auf... Das ist übrigens immer noch dein Wasser, weil du trinken musst. Ich war... ganz aufgeregt, als sie gesagt haben, er hat Graffiti gemacht und alles Mögliche. Ich dachte, okay, richtiger Künstler, nein. Alles Mögliche. Und dann warst du einfach nur von diesen Schmierereitypen. Schmierereitypen und ich bin auch von der Schule geflogen. Das ist deswegen. Ganz traurig, naja. Diese Strichführung hier. Ja. Du hast einfach du warst im Schulland. Sagt viel über mein Inneres. Schulland, ja, ich habe hier Aktzeichnung drin. Ich war ab und zu mal, du kannst auch richtig sehen, wie sich das entwickelt. Oh, guck mal, du kannst ja zeichnen. Das hat sich richtig entwickelt. Teilweise, das können wir nicht sagen, okay. Ja, teilweise saß ich dann da, hab dann gemalt und hab dann irgendwann keine Lust mehr gehabt, die zu malen, diese Frauen. Und das sieht echt gut aus. Und hab dann einfach angefangen, Karikaturen zu machen von anderen Sachen. Das siehst du dann hier. Man sieht teilweise nackte Frauen, aber dann wird es eine Schnecke. wir kommentieren das einfach nur. Sagt auch viel über deinen Charakter aus. Und dann habe ich gedacht, was ist, wenn ich einfach nur jemand da bin, der da sitzt? Du bezahlst 6 Euro, dass du Frauen nackt sehen darfst. Und... Das ist der Zeichenkurs, in dem ich dann ab und zu mal hingehe. Ja. Und denke mir so, wird man eigentlich beobachtet, dass man auch zeichnen muss oder ob du einfach nur da sitzt? Und dann war für mich der Nervenkitzel irgendwann weg. Aber darüber dürfen wir nicht reden, weil Adel Tawil natürlich einen Ruf hat. Ja, genau. Ich danke für die Trinkpausen von euch. Wir dürfen keine Absolut. Tote Luft haben. Ich habe hier noch Fragen. Skandale in der Musikszene. Ja. Guck nicht auf meinen Zettel. Ich kann nur lesen, Lust auf einen Song über Schlampen. Hast du Lust? Übrigens die danebenste Frage des Abends. Ich wollte es nur mal kurz festhalten. Die danebenste Frage des Abends. Sie wurde aber wieder aufgegriffen. Ich glaube, das ist ein Icebreaker. Habt ihr Lust auf ein Lied über Schlampen? So gehst du einfach mal in eine Party rein das nächste Mal. Skandal in der Musikbranche. Du hast ja gar keine, oder? Hast du Sachen, ich frage mal... Skandale. Was ist ein Skandal, ist die Frage. So. Also es gibt Sachen, über die Medien schreiben, was ich nicht geil finde, wenn es so über das Privatleben geht und so. Aber ob das jetzt Skandale sind, also nee, ich habe jetzt noch keine Bühne zertrümmert oder ein Hotelzimmer oder einen Fernseher aus dem Hotelzimmer. Ist das eine Bucketlist gerade, so. Die du aufzählst? Nee, also hat mich auch so... Also wir haben schon Partys gemacht auf dem Zimmer, als wir noch... am Anfang unterwegs waren mit der Band, aber irgendwann ist ja auch sowas langweilig. In der Boyband sagt man das ja immer, es gibt ja immer eine Gruppierung. Was warst du da? Warst du der Bad Boy? Ich war Bad Boy, ich war der Rapper. Ich wollte ja rappen, weißt du so. Das war so das Ding. Also nicht der Bad Boy, aber ich war schon für die Raps. Also okay, es war Softy Bad Boy, also eure Version von einem... Euro-Hip-Hop habe ich es ja immer genannt. Okay. Weißt du? Euro-Hip-Hop. Das war so zu dieser Nana-Zeit. Kennt ihr Nana noch? Ja, ja. Ne? Und Papa Bär und so. Eure Songs waren aber auch alle auf Englisch, ne? Die waren damals auf Englisch. Wir haben ja alles auf Englisch gemacht. Meine Heroes waren ja damals alles Ami-Bands. Public Enemy, NWA, Wu-Chang. Was war das für ein Switch für dich, zu sagen, okay, wir machen jetzt hier Deutsch? Der Switch kam wirklich über die Arbeit. Also guck mal, ich bin ja realistisch. Also als ich die Boyband hatte, das war eine geile Zeit, aber die war natürlich klar, dass wir irgendwann, dass es vorbei ist. Und die Verträge waren auch dementsprechend nicht so nice, dass wir auch nicht wirklich Geld verdient haben. Und dann war ich realistisch genug zu wissen, ich habe meine gesamte Kredibilität mit dieser Boyband verspielt. Ja. Ja, ich kann jetzt nicht irgendwie das normal weitermachen. Das war so mein Eindruck. Und deswegen habe ich ein Tonstudio gegründet. Und habe andere Leute produziert, unter Vertrag genommen, Songs geschrieben für die. Und Sarah Connor auch ist ja auch Deutsch. Bei dir, ne? Gewesen? Nein, Sarah war nicht bei mir. Okay. Aber so junge Künstler einfach gefördert und so Remixe gemacht für die Plattenfirmen, solche, alles was ging, habe ich angenommen, um was zu machen. Und
dann habe ich halt die Demo-Songs auch auf Deutsch eingesungen. Also damit der Künstler weiß, wie er das Lied, also wie ich das Lied meine, ne, singe ich das einmal ein, Demospur auf Deutsch, und dann kann derjenige das nachsingen oder sein eigenes Ding draus machen. Mhm. Und da habe ich Annette Humpe kennengelernt, von Ideal damals, ne, Deine blauen Augen und so, wer sie nicht kennt. Und mit ihr zusammen haben wir dann auch Songs geschrieben, eigentlich auch wirklich unter dem Aspekt, okay, wir verkaufen die an andere Künstler. Und irgendwann hat sie selber zu mir und auch der Plattenfirma gesagt, ey Leute, ihr sucht jetzt vielleicht irgendwelche Leute, die keine Ahnung, Influencer sind oder was weiß ich, mhm, und da und ein bisschen singen können. Da ist doch ein super Sänger, der singt die ganze Zeit die Demos ein. Warum macht ihr nicht mit dem was? So. Und das war so der Beginn, dass ich darüber nachgedacht habe, auf Deutsch könnte ich was machen. Und auf Deutsch war das erste Mal, dass ich mir selber geglaubt habe, was ich da singe. Es war kein Fake mehr, ne? Nee, so. weil das Ding ist halt, das Englisch, natürlich auch wie ich es gemacht habe, yeah, damals im Rap, deswegen hieß ich auch Kane. Kane war von dem Film Menace to Society, wer den noch kennt. Ich dachte, es wäre von Mortal Kombat. Nee, Kane, okay, Kane ist von Menace to Society. Und es reimt sich halt auf alles. It's like, you know, you can rhyme everything on Kane. Kane, insane in your brain, fame, what's the shame, what's my name? So, und das war quasi das. Und aber auf Deutsch war es auf einmal so, wow, ich fühle das gerade richtig. Deswegen kein Boot mit Schlampen, es geht um dich. Ich verstehe das. Gab es irgendwas in deiner Karriere, was du bereut hast? Nein, eigentlich nicht, nee. Also mir fällt jetzt nichts ein, wo ich sagen würde, ey, das würde ich am liebsten komplett streichen. Also ich bin ein paar Mal von der Bühne gefallen, ich habe ein paar Sachen, also alles Mögliche ist schon passiert, aber es gehört ja auch irgendwie alles dazu. Ich habe aus allem irgendwie was mitgenommen. Ich war auch in Situationen, wo ich keinen Bock drauf hatte oder es mir einfach wirklich keinen Spaß gemacht hat. Aber ich bin dann so, dass ich so in so eine Art Meditation gehe und dann wirklich den Tag abarbeite und nur noch an das Hotelzimmer denke und dann da bin ich dann gechillt. So. Wenn ich mal eine Serie hätte oder einen Film, würdest du da drin mitspielen? Weil du gerade, hast du so eine Idee? Ich bin in der Arbeit. In der Arbeit, ja. Dicker, mach ich. Ihr habt's gehört. Bin ich dabei? Ja. Schön. Nennst du dich so, wie du dich nennst, oder heißt du als Regisseur oder als Producer irgendwie noch einen fancyeren Namen? So, ich bin mir noch nicht sicher. Bisschen mehr Billionär-mäßig. Weil das ist ja, als Regisseur, ich habe keine Ahnung, ich vielleicht so... Nee, Regisseur nicht. Ich meine, der Produzent, der muss ja dann... Oder? Die Produzenten sind die mit der Kohle, oder? Ich glaube, ja. Ja. Es ist ja so ein bisschen so undurchschaubar. Wie du sagst, bei Boys, ne, ihr hattet scheiß Verträge. Also ja, gut, ja. Die Kohle wird immer woanders verdient und es ist ein bisschen schwer zu durchschauen. Ja. Ja. Daran arbeiten wir noch, aber ich glaube, als Schauspieler, meinst du jetzt die Rolle selbst oder als Regie, bla bla bla? Was meinst du jetzt genau? Nee, wenn du jetzt deine eigene Serie machst, dann bist du ja der Producer. Ob ja, dann quasi steht Produced bei Masoud. Stimmt. Oder Produced bei... Du kannst auch der Showrunner sein. Anthony... Ich wäre Kane des Fabrizio. Fakbazade. Du dachtest ja, ich heiße Masuda. Weil auf deinem Plakat steht, hier ist es richtig, Late Night Show mit Masud. So, Akrabarzade. Ja, genau. So, aber auch unten, vor dem Eingang im BKAZ, steht Masudas Late Night Show. Steht das da deswegen wirklich, war ich confused. Steht ja, Masudas Late Night Show. Steht's da? Und da war ich so, okay, was ist das jetzt? Ein großes Fuck you ans BKA-Theater an dieser Stelle. Trotzdem nett, dass wir hier auftreten dürfen. Zum letzten Mal in diesem Jahr übrigens. Gesprochen von Masuda. Ich glaube, es ging bei mir eigentlich nur darum, wenn ich eine Serie mache, Filmserie, dass ich ja da mitspielen würde. Und mich ja dann auch selbst, weil ich ja nie gecastet werde oder halt nur in Filmen, die dann am Ende nie gezeigt werden. Mazeltoff-Cocktail wurde doch gezeigt. Mazeltoff-Cocktail wurde gezeigt. Man sieht mich. Hast du schön Falafel Film. Gemacht? Ja, das war meine Rolle. Die Rolle hieß Falafelverkäufer. Und das Einzige, was man sieht, was ich mache, ist Dönerspiel oder Messer schärfen. Und dann sieht man mich oben ohne tanzen.
Und trotzdem, oder wie auch immer, auf jeden Fall ist es ein Film, den man an der Stelle, finde ich, übelst empfehlen kann. Mazel Tov Cocktail. Also es ist ein Film, über, der aus einer jüdischen Perspektive über Integration spricht. Und 30 Minuten komödiantisch, auf den Punkt, großartig. Oh, Alter. Ich habe keinen Text, aber es ist ein sehr guter. Die haben mich genommen und gesagt, du musst das machen. Und als wir dann vor Ort waren, meinten sie, es gibt auch eine Oben-Ohne-Szene. Und ich dachte so, ja, ich bin jetzt hier. Du hast den Körper insofern. Ey, er hat aber wirklich, du warst ja richtig am Start. Ne? Du hast ja richtig Gas gegeben. Ja, aber du musst mir mal dein Programm, ich will jetzt mal wissen, wie du das hingekommen jetzt hast. Vorher, Start, nachher. Ja, und dass so. Ich fett werde. Die Fitnessstudios haben auch zu, wir werden jetzt alle fett. Aber ich kann dich gerne trainieren, wenn du magst. Wenn du fertig bist mit der Natur und deine Glatze hast, dann werden wir richtiges Mönchtraining machen. Wir starten also, bei null. Shaolin. Wann wäre das denn? Shaolin. Na, jetzt nicht. Jetzt ist erstmal Haare lang wachsen lassen. Album, Tour. Also jetzt reden wir ja anscheinend über 2000, keine Ahnung was, 30. Wir ziehen... Schauen wir mal. Ja, ich mache das. Ich mache das gerne mit dir. Wir zeigen dir auch ein paar vegane Hotspots, weil du ja jetzt auch vegan bist. Und bis dahin haben wir auch einen Sponsor, dass ich den Namen auch in die Kamera sagen kann, weil jetzt macht es für mich keinen Sinn. Ohne Geld läuft nichts. Ist denn heute jemand hier und möchte den Leuten eine Frage stellen? Jetzt habt ihr noch die Chance. Jetzt gibt es Fragen vom Publikum? Ja? Also von mir wäre die Frage an alle. Mama. Oh, mit welchen Rappern habe ich zusammengearbeitet? Ich habe zusammengearbeitet als allererstes mit Azad. Da habe ich Prison Break gemacht. Dieses Schutz daraus, na, an dich, so wie du an mich glaubst. Dann habe ich mit Sido, der Himmel soll warten. Ich kann nur Schuldig daraus und da mache ich so, weil ich kannte diese Rapper immer weggeschaut. Nein, es ist geil. Ich war mit Casey Rebel, Summer Jam, mit denen war ich auf der Bühne und wir haben den Azad-Song gespielt, Prison Break, und die Kids kannten das, weil natürlich diese Serie immer noch super präsent ist. Ich hole dich daraus. Oh mein Gott, ich habe gehört gerade. Gerade zuletzt mit Alias, Liebe tut nicht weh. Gerade rausgekommen, könnt ihr euch reinziehen. Sehr schönes Lied. Mit Motrip, Prinz Pi. Eigentlich mit allen, die ich so cool finde. So, immer wenn ich habe so meine Wunschkandidaten, und manchmal ist es auch zufällig, dass es einfach passiert, aber mit Pi, Prinz Pi war zum Beispiel auch eine super Arbeit. Prinz Pi und Sido. Crazy Rabbit Summer Jam. Haben wir noch jemanden? Bowser. Aber Bowser, ich weiß nicht, ob Bowser Rapper ist. Ja, ein bisschen. Rap und Gesang. Wen gibt es denn jetzt Neues von der neuen Liga? Da war doch irgendjemand, von dem habe ich immer gehört, bevor diese Corona-Sache kam. Apache, ja. Ja. Lebt er noch? Ist er, die Leute flippen aus. Ist da irgendeine Zusammenarbeit in Planung? Nee. Also ich kenne ihn gar nicht, okay. Aber. Ja, das ist ja ein bisschen tragisch, weil bevor seine Tour losging, kam es ja dann. Ist aber da ist er nicht der Einzige, hat viele erwischt leider. Ja, es ist aber. Und, es ist echt bitter. Es ist ja dann noch in der Warte. Es wird ja dann noch passieren. Gut, habt ihr noch Fragen? Wir hoffen. Kann ich Eric einen kleinen Beat machen und du rappst 3 Sekunden? 3 Sekunden soll er rappen? Wer soll rappen? Ich glaube, Julius soll rappen. Nein, nix. Hier. Wir wurden nicht bezahlt. Was tut? Ja, wie wir ihm hier rein tun. Gib uns mal ein Beat und wir gucken, wie wir drauf reagieren. Julius, nimm mal das Mic. Wo willst du hin? Ach, das war der Call. Ich geh mal raus. Ja. Das reicht mir hier. Nee, er braucht einen besseren Auftritt. Er hat das Bier geholt. Ja, zum Rappen muss ich saufen. Ich kann das nicht. Ich habe eine Geschichte. Und zwar war das hier auch ein Berliner kleiner Laden, Quasimodo. Kenn ich. Ja, Quasimodo. Und da bin ich zum Beispiel auch mal, war ich Gast und bei einer Band und sollte dort mitsingen. Habe ich auch gemacht, ein Lied. Und dann kam, was ich nicht wusste, war, dass am Ende, weil du vom Improvisieren gesprochen hast, alle Künstler, die mit dieser Band gespielt haben, die hieß Seducer damals, sollten improvisieren. Und ich kann nicht improvisieren. Also ich war so, wow, was soll ich denn da machen? Und dann bin ich wirklich, als ich gesehen habe, die holt jetzt nach und nach jeden raus, bin ich, das ist ja so ein Laden wie hier ungefähr, ne, von der Größe, bin ich aufs Klo, da hinten steht das Klo. Das Klo ist erscheinend, ja. Bin auf Klo und habe mich da versteckt und war dann so, okay, ich bleib da. Und dann dachte so, ey, okay, die werden jetzt denken, ich bin gegangen. Das ist komplette Horrorsituation. Ja, Horrorsituation. Ich wollte nicht auf die Bühne, ich dachte, was soll ich machen? Auf jeden Fall, was ist passiert? Genau das Gegenteil ist passiert. Einer hat gesagt, ey, der ist, glaube ich, hier irgendwo. Also hat der ganze Saal
irgendwann nur so, Adel. Und ich saß auf Toilette so, oh shit, oh Mann. So, und dann war der Moment, entweder ziehst du durch oder du kommst jetzt raus. Und dann dachte ich, okay, ich muss raus. Es wird so unangenehm, weil irgendwann muss ich raus und es ist wie hier. Man sieht es. So. Also bin ich raus, bin auf die Bühne, der Beat lief und mir ist nichts Besseres eingefallen. Ich hatte nur so. Jetzt kommt der Beat, ja? Mach mal den Beat. Give me like one bar. Wir wollen wissen, was du gesagt hast. Was okay. Ich gemacht habe, war? Die Punchline war: Put your hands in the air and wave them like I just don't care. Put your hands in. So war ich dann. Und ich so: Yeah, yeah, say yeah, yeah. When I'm alone in my room, so stand and stare at the wall. And in the back of my mind, I hear the conscience call, telling me I need a girl who's as sweet as a duck. For the first time in my life, I see any love. There was ding-a-ling about the game, and I'm. Und so weiter. Schlappen auf dem Boot! Schlappen auf dem Boot! Wir haben den Song gemacht. Manche kennen ihn noch, den. I can make something. Did you recognize the song? Yeah, you know the song. LL Cool J. I need love. Yeah. I need love. Großartig. Das war der. Ich habe gewartet, dass Julius anfängt zu tanzen. Das war ein Schlüssellied damals. Das hat dich halt so geprägt, die Zeit. Du hast ja auch gesagt, du hast in diesem Hip-Hop, ich habe Interviews geguckt, dort abgehangen. Das, waren das da auch die ganzen Iraner, mit denen du abgehangen hast? Diesen Iraner Hip-Hop? Ja, aber bei den Iranern war es wirklich krass, weil es gab die, so wie du quasi, so creative und so sehr und peaceig unterwegs. Es gibt aber auch die andere, die so ein bisschen mehr. Ghetto-Iraner. Die Ghetto-Iraner gibt es auch. Und das war manchmal schon Stress auf den Partys und so. Also Berlin kennt das, wer in Berlin groß geworden ist, kennt die Geschichten, wie untereinander selbst Bezirke und so in den 90er Jahren so gegeneinander waren und nervig einfach. Es war nicht so geil. Und du bist ja, glaube ich, in Neukölln. Ich sage es auch immer gerne den Leuten, wenn ich in Berlin rumlaufe und jemand sagt, geh mal zurück, wo du herkommst, dann meint er nicht zurück in den Iran, sondern zurück nach Neukölln. Also es ist ziemlich interner Rassismus, der da abgeht. Wo bist du denn groß geworden? Ich bin in Siemensstadt groß geworden, was wirklich top war. Weil Siemensstadt, meine Mutter kam in 19 nach Deutschland, hat bei Siemens gearbeitet die kam ja aus aller Welt. Und deswegen waren meine Kumpels alle aus, also ich hatte, glaube ich, keine Freunde aus zwei Nationen, also keinen zweiten aus derselben Nation wie jemand anderen. Mhm. Also ich hatte wirklich, von 10 Freunden hatten wir auch 10, waren es dann 10 Nationen. Und das war cool, das war auf jeden Fall, und Siemens damals, ne, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, aber hat halt für Siemensstadt, für die im Siemenswerk arbeiten, haben wir ein super Sportzentrum und Spielplätze, alles super. Heute ist Siemensstadt nicht mehr ganz so schön, aber es wird ja anscheinend wieder, habe ich gehört. Weiß ich. Ich hatte damals auf der Schule, gab es mich und einen anderen Iraner. Mein Bruder war auch noch da, aber der zählt jetzt nicht, aber es gab noch andere Iraner und sonst waren es eigentlich nur Türken und Araber und man hat sich die ganze Zeit gedacht. Nee, bei mir war es genau umgekehrt. Es gibt noch einen anderen Iraner. Nee. Was war bei euch? Bei mir war ich und ein Türke noch. Das war's. That's it. Und dann, von der Schule bin ich aber auch geflogen, kantig. Und er auch. Weil ihr, es war halt ein sehr konservatives Gymnasium in Spandau. Das, Freiherr von Stein hieß die. Und damals war es so, auch so mit Aufstehen, so, morgen, Herr Lehrer und so. Und das hat mit uns nicht so richtig funktioniert. Ich kann mich erinnern, in meiner Schule, da wurde ab und zu mal Anwesenheitsliste, sind durchgegangen, diese Frau. Dann war sie in meinem Namen gesagt, Marschak Pazade, und ich meinte anwesend, wie es sich halt gehört. Yeah. Alle haben gelacht. Was ich verstand, am zweiten Tag habe ich wieder gesagt, anwesend, und sie sagt, denkst du, du kannst dich verarschen? Reusje. Neukölln-Schule, weißt du? Sie hat erwartet, dass ich rülpse, so wie es dich gehört. Wir sind alle der Meinung, wo kam Julia? Ich denke, Zehlendorf oder so. Ich bin im Prenzlauer Berg aufgewachsen. Meine Eltern kommen aus Rostock, also ich bin noch in der DDR geboren. Genau, und dann Prenzlauer Berg, so ehemalige Ostschule, noch so eine Ostlehrerin, auch erste Klasse, die mir eine geballert hat, irgendwann, dann Schulwechsel, nächste Schule, nächsten komischen Ostlehrerin, Lehrer noch, und dann haben mich meine Eltern tatsächlich, und da wurde ich dann mit den Zehlendorfer Kids connected, aufs berühmt-berüchtigte Canisius-Kolleg in Tiergarten geschickt, okay, wo vor ein paar Jahren dieser große Missbrauchsskandal rauskam. Genau, also. Das war meine Schule. Und da halt so auch ziemlich konservativ. Konservativ, genau. Wir hatten so ein paar
es gab ein paar Iraner auf der Schule, aber so Araber, Türken halt gar nicht. Mhm. Japaner, Koreaner, Polen viel halt so, ne? Wo so, so bürgerliche Musik, Kultur, katholische Haushalte. Okay. Spandau, Zehlendorf, Wilmersdorf, Charlottenburg. Das ist interessant, da haben wir uns ja gefunden und am Ende stellt sich raus, wir sind drei richtige Bad Boys. Richtige Bad Boys. Richtige Bad Boys. Ich habe auch in der Schule getaggt und Stress deswegen bekommen. Wir haben so in so einem im Jugendclub oder so, haben wir so nur so weiße Wandfarbe gefunden, dachten so Rückseite der Schule, wir gucken mal, was passiert. So ksch, ksch, und direkt irgendwas Hausmeister erwischt, so Riesenstress. Und dann hat aber unser Rektor cool reagiert, vielleicht auch, weil wir deutsche Kinder waren und dann ist es was anderes. Dann war der Deal, ihr müsst es überstreichen oder ihr könnt ein künstlerisches Projekt draus machen und Leute, die sprayen können, dürfen dann kommen und was Richtiges malen. Und dann haben wir das organisiert. Das war dann der Deal. Ist ja natürlich, also raus, jemanden rauszuschmeißen, weil irgendwas vollmalt, ist doch lächerlich. Ja, aber es war, ja, ich hätte es zugeben sollen, das war das Problem. Ja, du hast die Geschichte erzählt, ich fand es mega interessant. Genau. Also ich habe gesprüht und dann gab es diesen Moment, wo ich war auf Klassenreise in Berchtesgaden. Und im Schullandheim und dort in dem Zimmer waren noch verschiedene andere. Und dann haben die gesagt, kam der Lehrer und meinte, ich weiß, wer es war. Und derjenige kann jetzt rauskommen, dann wird es keine Konsequenzen haben. Oder er bleibt und es wird richtig Ärger geben. Und dann habe ich mit meinen Jungs, dann ging die Tür zu, und habe ich mit meinen Kumpels so, ey, hat mich einer von euch verraten? Weil nur die haben es gewusst. Die so, nein, ich schwöre Ehrenwort und so. Und dann habe ich gesagt, okay, dann gehe ich auf gar keinen Fall raus. Und dann ging die Tür auf, der Lehrer kam und meinte, Adel, komm mal mit. Und dann war er vorbei. Dann siehst du, bei uns die Lehrer, die waren so next level. Wenn sie einen erwischt haben, das war dann so, das ist so diese Jesuiten-Freak-Nummer, die sprechen mit dir und sagen ganz ruhig, ich habe gesehen, dass du gesehen hast, dass ich dich gesehen habe und deswegen muss ich jetzt reagieren. Ich denke, das verstehst du. Ja, okay, ich krieg jetzt schon Angst. Achso, ja, okay, ja klar. Also klar, du hast gesehen, wie ich gesehen habe, dass ich dich gesehen habe und deswegen musst du reagieren. Ja, genau. Dann nehme ich den Tadel oder kümmere mich drum und so weiter und rauch nie wieder. Baust du sowas auch in deinem Schauspiel ein, in manche Rollen so eine Psycholehrer-Situation? Also wenn jetzt Tom Last zum Beispiel nächstes Projekt wäre, irgendwie, es gibt so eine Psycholehrernummer, also, und er sagt, hast du Bock, den zu spielen? Klar, habe ich jede Menge Material, die ich einfließen lassen kann. Cool. Reden wir noch mal über unsere Schuhe. Die sind geil, die Jordan 1. Ja, ich wollte zwei Veganern über meine Pferdelederschuhe zu reden, ist ein bisschen unangenehm. Wir reden über, dann hast du diese Lederschuhe und du wirkst auch schon so, als wärst du in der Rolle und wir sind hier Kinder von der Straße. Aber ey, das ist nachhaltiges Pferdeleder. Ich habe die Schuhe... Die habe ich vor, ich glaube, 6 Jahren gekauft. Also ich gehe nicht oft einkaufen, ich bin nicht so ein Konsumfan. Und die sind auch schon neu besohlt worden. Das sind meine schwarzen Lederschuhe, die ich seit 6 Jahren habe. Ich mache auch so kein Klamottensponsoring und diesen ganzen Kram. Wenn ich irgendwo auftrete oder irgendwo hin muss und aussehen, dann ich kaufe mir meinen Scheiß selber. Ich finde es auch sehr bemerkenswert. Und entscheide mich für Pferdeleder. Die Wahl des Adels, ja. Nee, ich finde es aber auch sehr cool, dass man die neu beschlagen kann, wie halt so ein Pferd. Und dann sagt, die sind wieder da, weißt du? Das ist sehr, sehr schön. Zu deinen Schuhen noch irgendwas? Was ist das? Ist das Kautschuk? Ist das gutes, solides Kautschuk? Stoff einfach, glaube ich. Weiß ich nicht. Du hast in einem Interview über diese Schuhe geredet, diese PF-Basketballschuhe. PF Flyers. Ja, ich war voll gehuckt von der Story. Ja, PF Flyers. Du hattest richtig... tolle, teure Schuhe, von denen du nicht mal wusstest, dass die... Ja, genau. Also es gibt in Berlin nicht nur in Berlin, der ist weltweit eine Sneaker-Legende, Hikmet heißt der, Hikmet Sugur. Mhm. Und der hatte den Laden Soulbox, das war so ein Mekka für Sneaker-Fans. Und der hat ihn damals gemacht, hat ihn jetzt verkauft und macht jetzt eigene Schuhe, die auch sehr, sehr nice sind, Sondra. Und der hat mir damals einen PF Flyer-Schuh geschenkt. Und PF Flyer ist so eine der ersten Basketballschuhe in 1940, 50, war damals eine bekanntere Marke als heute. Mhm. Und er hat mir den geschenkt und meinte, ey, ja, hier ist deine Größe, Samplegröße, 43, 44, kannst du haben. Und mit denen war ich dann auf Hawaii. Und die waren halt, ich war mit denen auf Tour, die waren komplett... Das sind ganz andere Geschichten, die wir zu erzählen. Da war ich auf dem Mond. Nein, aber dann waren die im Arsch,
so, die waren halt ne, von der Tour. Und da war ein Typ im Hotel, der mir gesagt hat, er hat die gesehen, völlig, also konntest du nicht mehr anziehen. Ich habe die wirklich nur so, weil ich da mit Wandern war. Wow. Hey, gib mir bitte diese Schuhe und ich hole dir ein paar neue Sneaker. Und ich war so, ja, hier, kriegst du den Schuh. Und er hat mir dann so einen neuen Nike Air Force gegeben. Als ich zurückkam, hat er mir gesagt, das war ein Sample, es war halt ein Einzelstück und der wäre sehr viel Geld wert ja, gewesen. Ja, das habe ich dann auch gegoogelt. Ich wollte wissen, wie viel der Wert war. Damals, wie viel war der? Weiß ich nicht. Kann's nie, kann's 44.000? Nein. Von was reden wir hier? Von was reden wir? Von 400 oder okay. So, 500. Hast du so, wenn du auf Tour bist, gibt das so ein paar Schuhe, mit denen gehst du auf die Bühne oder hast du so heilige Requisiten oder so bestimmte Sachen, eine Klamotte oder so? Das also ich habe ja Schuhe gesammelt, aber ich habe mich jetzt beim letzten Album von ganz vielen getrennt, habe viele gespendet und bei meiner Radiotour einfach verlost so für Leute, weil es einfach too much war. Und ich habe so meine Favoriten, gemütlich muss es sein auf der Bühne. Okay, also es gibt nicht so, in den Schuhen stehe ich auf der Bühne Nee, das gibt's nicht. Das ist ein Status, wenn man einfach seinen Müll verlosen kann, ne? Das ist nicht Müll, das waren wirklich nice Schuhe. Also die Leute, die haben es schon echt abgefallen. Ich kann verstehen, dass die sich freuen. Das sind ja auch Schuhe, die von dir getragen wurden. Nee, manche waren auch ungetragen. Also es ist ja nicht, ist ja du hast einfach nur Schuhe als Sneakersammlung, Kunst, als Bilder hängen. So ungefähr. Die du dann verlost. Ja, Jordans zum Beispiel, die du anhast, sind natürlich sehr spezielle. Jordan 1 vegane Schuhe. Hat vegan, das ist auch Leder, oder? Nee, wir haben die gekauft, bevor ich vegan. Ich habe die auch, die hole ich auch alle bei eBay. Und die hat Monemon dann angemalt. Ich huck dich gut, ab. Aber die sind auf jeden Fall sind sehr legendär, weil ja. Jordan, Michael Jordan damals gespielt. Ja. Ich spiele, wir haben uns kennengelernt beim Basketballspielen. Also da Said. Merkt man auch, ja, wie wichtig, er ist mental schon ausgecheckt, wie wichtig so Basketballschuhe sind, weil sonst kriegst du schwarze, blaue Zehe. Und Basketball spielst du aber auch? Also so in Berlin, klar, auf dem Platz, immer so auf den Plätzen, Jakob-Kaiser-Platz. Dann ist es dir auch sicher wichtig, dass du dann wirklich Basketballschuhe anziehst oder spielst du dann einfach so mit was auch immer? Nee, muss schon ein Basketballschuh sein. Hast du dann einen bestimmten Schuh, der dann dein Basketballtonschuh ist, den du benutzt? Jordan. Oder nimmst du dann auch ab und zu welche von deiner Galerie? Nein, Jordan. Jordan 3er, Jordan 6er. Hast du auch einen Werbevertrag mit denen? Nee. Einfach nur so aus Liebe. Ja, weil es war krass, das war meine Jugend, das war mein Hero. Michael Jackson, Michael Jordan war schon so, waren die beiden Michaels. Prince auch noch, aber Michael und Michael. Das muss schon Michael sein. Was waren deine Vorbilder? Ich hatte nie so richtig Vorbilder. Oder wenn es waren eher so phasenweise. Oder auch, dass mein bester Freund oder so für das, keine Ahnung, wie gut er malen oder klettern oder irgendwas machen konnte, so der ist dann für das mein Vorbild. Aber dass es so Leute gab, von denen ich da, wobei doch, Backstreet Boys AJ, der Bad Boy, der Rapper von den Backstreet Boys, der wollte ich ganz lange unbedingt sein. Backstreet Boys. Aber du hast auch gesagt, hinten Winnetou hast du abgefeiert. Ja, genau. Die Filme. Die Winnetou-Filme waren damals so für mich so eine Art Trigger, dass ich dachte, da will ich auch drin sein oder so. Ich möchte auch sowas machen. Du bist ja jetzt in der Serie Das Boot gewesen. Ich meine, das ist ja auch etwas für die deutsche Film. Welt ist ja Weltkulturerbe, die Geschichte, die passiert ist und halt auch der Film. Und jetzt bist du in der Serie, also so gesehen, ist ja etwas, was machbar wäre, wenn die Winnetou nochmal rausbringen, nicht in so einer Bulli-Parade. Es passiert ja, also, dünnes Eis, aber ich glaube, Warner Brothers ist es, es kommt ja ein neuer Winnetou raus, irgendwie der junge Häuptling oder sowas. Mhm. Und die gehen halt, das ist ja die komplette Red-Facing-Nummer, halt, dass irgendwelche so Stephans und Julius-Typen halt dann mit Tribals bemalt und Perücken dann die Indianerlegenden wieder aufleben lassen. Das ist richtig unangenehm. Also sollte ich mich da nicht bewerben für als authentischer? Ich weiß nicht, wie das, also sozusagen, das ist ein komplexer Diskurs, aber für mich ist es auf jeden Fall, that would be a no-no. Also ich könnte so der Sohn, so der perverse Sohn vom Sheriff sein oder sowas, der so dann, keine Ahnung, so im Knast die komischen Gespräche anfängt oder sowas, aber Native American, stehe ich nicht zur Verfügung. Das kann ich verstehen, das ist ein Statement. Dann werden wir zwei uns dafür bewerben und gucken, wie es dann für uns abläuft. Das ist natürlich hart. Wir können sowas machen, weil wir noch keine Karriere haben, die man beenden könnte in dem Moment. Bin ich benachteiligt natürlich. Ja, es ist so eine moralische Entscheidung dann. Ja gut.
Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr beide da wart. Als Moderator merke ich gerade, das Thema ist einfach durch gerade. Okay. Wir haben über alles geredet. Wir können noch über dein Hemd reden. Aber ich glaube, so viel Zeit haben wir nicht. Es sei denn, du sagst uns, von wo du es hast. Es ist sehr exotisch. Nee, ich habe es beim Videodreh für Thumapel gekauft in Paris. Haben wir gedreht und ich brauchte noch ein Hemd. Und natürlich kommt da wieder eine Ladida-Geschichte. Ich war in Paris und da war dieses Tatütatamel und dann habe ich das Shirt. Natürlich weiß ich das Tatütatamel. Thumapel habe ich zusammen mit Peachy. Sie singt auf Französisch, ich auf Deutsch. Deswegen war klar, dass wir in Paris drehen. So nichts. Aber ja, da habe ich es dann gekauft. Ja. Du bist so ein sympathischer junger Mann. Ja, absolut. Du aber auch. Ja, es ist hier, Amazon, 50 Euro. Ja. Weißt du Bescheid? Ich habe auch überlegt, es zurückzuschicken und zu sagen, ich habe es nie bekommen oder so, keine Ahnung. Und nie angehabt, aber, meinst du? Ja, es ist, ja, aber schönes Hemd, das du da trägst. Und ich dachte, ich mache mich schicker, weil du immer mit dem Anzug unterwegs bist. Ach, das hast du gedacht, dachtest du? Ich hatte eigentlich heute vorgehabt, einen Pullover zu tragen und eine rote Latzhose und da zu sagen, ich bin Super Mario. Das wäre sehr geil gewesen. Es wäre geil gewesen, nicht wahr? Heute Halloween. Ich denke ja die ganze Zeit, irgendwas passiert jetzt noch irgendwie. Irgendwie kommt Blut aus der Decke oder so. Oder so wie bei Ellen DeGeneres, dass so von hinten der Couch so auf einmal so jemand. Ja. Oh, das wäre krass. Okay, das wäre schön, wenn ihr in so einer tollen Show wäret. Tut mir leid, dass wir hier sind, wo 7 Leute im Publikum sitzen und einer davon arbeitet hier und die 2 sind Assistenten. Und aber mittlerweile es ist eine schöne Location. Es ist eine schöne Location. Die haben mir auch meinen großen roten Sessel BKA weggenommen. Auf jeden Fall. Ich bin zum ersten Mal hier. Und die mich Masuda nice, nennt. Nice, du dachtest, es wäre ein Zelt, als du zugesagt hast. Gab es mal ein BKA-Zelt? Weiß das jemand? Ja. Ha! Es gab ein BKA-Zelt. Es gibt 1000 Sachen, die BKA heißen. Warum? Wenn du aufstehst, musst du Maske tragen. Bundeskriminalamt. Ach so. Okay. Nein, aber BKA-Zelt auch eine Location, wo irgendwas stattfindet. Also so Kunst und so, oder? BKA-Zelt früher. Aber gibt's heute nicht mehr? Es war doch irgendwo Warschauer oder so, ne? Ich weiß es nicht. Ich habe auch, ja. Nicht mehr, ne? Gibt's nicht mehr. Nee, gibt's nicht mehr. Nee. Jetzt gibt es noch ein Zelt, Tippi gibt es noch. Das Tippi-Zelt, ja, ja. Ich bin aber, als du gesagt hast, ich dachte, es sei ein Zelt, war ich gerührt. Ja. Weil du dachtest, es wäre in einem Zelt und du wärst trotzdem gekommen. Ich komme überall hin. Das ist Material für deinen nächsten Song. Okay. Ich komme hin, egal wo du bist. Ja, egal wo du bist. Und ich hole dich da raus. Masud, ich hole dich da raus. Auch ich steige in dein Zelt und ich zeig dir meine Welt. Der Song schreibt sich von selbst ab ins Studio. Gold, wenn nicht Platin, Leute. Yeah, yeah. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr da wart in meiner Sendung im BKA-Theater. Ich wünsche euch allen einen guten Rutsch. Die Leute holen schon die TikTok raus. Es eskaliert. Heute Abend geht noch alles. Wir werden uns verstecken, bis ihr weg seid. Nicht, dass ihr denkt, hier gibt es noch Meet and Greet. Und ich grüße die Yellow Girls. Die Yellow Girls, eine sitzt nämlich hier. Sitzt sie da? Ja, eine ist da. Die sind auf jedem Konzert dabei. Ich verstehe nicht, wie sie es geschafft hat, hier reinzukommen. Ich verstehe es auch nicht. Wir haben hierher zu kommen, also ist ja, bist ja auch nicht. Oder bist du gerade auch in Berlin? Ach, du bist auch in Berlin. Okay. Du wohnst ja jetzt in Berlin. Still. Du bist sonst immer in die Dörfer mitgekommen. Für das. Nee, sie ist überall dabei. Ja, ja. Ja, ja. Mit ein paar Freundinnen und wirklich von Stadt zu Stadt. Also jetzt weißt du auch, wo er Basketball spielt. Komm vorbei in deinem gelben Regenmantel, damit es mega creepy wird. Ja. Ihr habt früher gelb getragen und jetzt tragt ihr kein Gelb mehr. Ich habe das gesehen im SWR, als du da warst mit Pierre M. Krause, wo du sagst, die Yellow Girls, der S3 und da war nur ein kleines Mädchen im Gelben. Bist du das? Bist du jetzt mittlerweile groß geworden? Wirklich? Ja. Okay, das wäre krasse Geschichte. Steh zu der Story. Seit wann seid ihr dabei bei Altavir? From the beginning, man. Von Anfang an. Kein Konzert verpasst. Safe, ich sag's dir. Für Julius ist immer der alte, seltsame Mann da hinten, der auch immer dabei ist für Julius. Ja. Wisst ihr Bescheid, wir haben alle unsere Fangemeinschaft. Schön. Nee, das ist respektabel. Hier sind mehr Leute euretwegen als für Said. Also, das ist voll. Dankeschön. Okay, der betrunkene Jugendliche ist meinetwegen. Das freut mich. Das ist meine Zielgruppe. Alkohol ist verboten jetzt, ne? Wir sind schon nach 23 Uhr. Wir sind schon lange da. Wie spät ist es denn? Das ist jetzt die Frage. Darfst du das konsumieren auch öffentlich? Nein. Ist das erlaubt? Ich glaube schon. Also ich habe es mir kurz vor 11 am Späti gekauft. Okay, und dann wann du es konsumierst, wäre ja dann egal. Genau. Ah ja. Also es ist ja kein Trinkverbot. Es ist nur ein Verkaufsverbot. Habe ich übrigens auch schon so vorm Späti dann so kurz nach 11 oder 11:30, man will sich noch was holen und so ist eigentlich zu. Aber da brennt irgendwie Licht und dann so, wenn man so reingeht und dann so,
nicht reingehen, nicht reingehen, was brauchst du? Also, ohne Scheiß, Mann, es ist wirklich Prohibition-Style, gibt's ab. Yeah, nachher also, ja, okay, also kannst du vielleicht ein Bier und einen kleinen Wodka vielleicht noch und sowas, kannst du, okay, und dann rechnet er so, okay, 5,30, okay, dann so Geld, geht rein, kommt raus, eine schwarze Tüte, kriegst du so in die Hand, gehst nach Hause, so. Illegales Bier. Krass. Schön. Ja, Said dachte, die Show wird heute von der Polizei gestoppt, weil es nach 23 Uhr wäre. Ich habe die Regeln auch nicht ganz verstanden. Er meinte, er war letztens bei einer Show und dann kam die Polizei, hat Razzia gemacht und er war auf dem Klo und hat sich heldenhaft versteckt. Und aber wir hatten scheinbar Glück, weil wir die Regeln nicht kannten und ich bin auch nicht betitelt als Massoud, sondern mit meinem kriminellen Synonym Massouda. Deswegen können die mir nichts, okay? Wir können mir nichts. Wir sagen einfach, das ist aufgezeichnet worden. Vor ein paar Jahren. Ihr könnt es erkennen an seiner Frisur. Also, die Tour genau, war gerade vorbei. Ich wollte gerade sagen, die Tour ist gerade vorbei, kurz vor der Rasur. Ja, gut, dass ihr da wart, das hat mich gefreut. Vielen Dank. Wir haben immer noch eine Anekdote rausgehauen, aber jetzt sind wir, glaube ich, vorbei. Ich habe mein Limit erreicht, ihr seid happy, ihr habt Geld bezahlt. Ihr könnt zu Hause noch spenden, wenn ihr wollt. Wie gesagt, Gott sieht alles. Und folgt uns auf der Tour. Verkaufst du gerade eine CD oder so? Gerade? Wir wollen, dass du reicher wirst, damit du diesen Garten kriegen kannst, von dem du seit Tagen träumst. Von Tag 1 träume. Nee, also ich habe ein aktuelles Album. Ja, und, wie heißt das? Und ansonsten, alles ist Liebe, alles lebt. Okay. Wie hieß das Album davor? So schön anders. Wie hieß das Album davor? Lieder. Das macht Sinn. Alles sehr schöne, herzwohlfühlende Titel. Man merkt es schon. Was hast du gerade, was du verkaufen kannst hier? Es dauert ja immer so ein bisschen. Ich probe gerade eigentlich ein Theaterstück, was am 26. November im Ballhaus Ost Premiere haben sollte. Aber da ist uns natürlich geplatzt. Ich bin da bei einem Team von Leuten, die sehr bedacht und klug sind und langfristig sich überlegt haben, sollte ein zweiter Lockdown, Shutdown oder ähnliches kommen. Das Konzept war eh, dass auf der Bühne ein kleines Haus ist und eine Kamerafrau dabei ist, die uns dann filmt, sodass es so noch eine Kameraprojektion irgendwas gibt. Das heißt, wir haben schon so Geld für Technik und Equipment, um was mit einer Kamera zu machen. Und das Theater wird dann halt leer stehen und wir können dann an den Tagen, wo die Vorstellung stattfinden würde, können wir versuchen, so eine Art ganz coolen, trashigen irgendwie Theaterfilm zu drehen, den man danach schneidet und Ende des Jahres zum Stream anbietet. Die Produktion heißt Brigitte Reimann besteigt den Mont Ventoux. Ernsthaft? Ja. Ihr habt's gehört, ihr könnt die CD von Adel Tawil kaufen und Julius und ich... Ihr könnt streamen, MP3, streamt, Amazon, auf whatever. Dauerschleife und so. Julius und ich werden demnächst am Bahnhof Zoo sein. Und auf was ist mit dir? Was sind deine nächsten... Weil ja das jetzt dein letzter Auftritt ist? Mein letzter Auftritt, das ist jetzt... Ja, das war's eigentlich. Ich habe jetzt für Dezember... Danke, Adel Tawil. Ich habe heute ist der letzte Auftritt in diesem Jahr. Ich habe, glaube ich, für November und Dezember und sogar für Januar nichts geplant. Es ist eine tragische Zeit. Ich habe für November, Dezember und Januar nichts geplant. Ja, es ist einfach nicht gebucht worden. Das ist hier meine Abschiedstournee. Das heißt, ich fahre nach Hause. Und passiert nicht viel. Ich habe jetzt eine Kolumne bei Fred Carpet, Kopfkino heißt es. Könnt ihr sehen. Schaut mal vorbei, ab und zu werden wir einen von diesen Gesichtern da auch sehen, mit denen rede ich dann über Filme und Serien. Danke. Und wäre nett, wenn ihr da mal einschaltet und Klick, Like hinterlässt, weil sonst werde ich da gefeuert und dann war es das. Ansonsten gibt es ja bei Instagram auch immer wieder Ansonsten was. Ansonsten gibt es bei Instagram immer was für umsonst, wo ich auch nicht für bezahlt werde. Danke für diesen Lichtblick an dieser Stelle. Schön, dass ihr da wart und kommt gut nach Hause, ihr Leute, und danke an euch und danke und Trotz auf, Bitches. Ciao, ciao.